Dieses Mal bei. Ich werde es auch nie vergessen. Der kam rein, die Hose auf, der Penis raus. Und trotzdem immer ein gern gesehener Gast. Dann gab's Mancherie. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Gary, du hängst aus dem Bild raus. Du musst näher an Olli ran. Es tut mir leid. Ja, du musst leider mit deinem Sweater ins Bild. Mir tut's auch leid. Gary, was hat dich geritten? Erzähl mal. Ja, ich weiß auch nicht. Das sah im Internet sah das so gut aus. Was hat es gekostet? 10 Mark? 10 Mark? Vor allem Mark. Er musste in die Vergangenheit reisen. Es waren 4 Milliarden Yuan, ja. Also 4 Mark. Nein, ich trage das ja, weil Hennes sich immer beschwert, dass das hier immer so eine... Ja, aber guck mal, hätte ich jetzt auch ein dunkles Hoodie an, dann... Ja, das ist richtig. Würdest du jetzt wie ein würdevoller Mann da sitzen. Ja. Jetzt hingegen bist du wirklich ein gelederter Harlequin-Boy. Ich versteigere diesen Hoodie auch zu guten Zwecken. Ja, aber weißt du, diesen Zwecken. Hoodie versteigern ist, als würde man sich Kassette aus The Ring angucken. Das wird keiner machen. Na, 3 Stunden klingelt das Telefon. Können wir mal für die Leute, die uns nur hören, sagen, was Gary da anhat? Ich trage einen Hoodie. Ja, vielleicht kann Gary auch mal... Das wäre Vorteil. Ich empfehle Ihnen das nur als Audio-Podcast, sich zu trage, Gemüte ich zu trage führen. Einen Hoodie. Das sieht aus, als wenn sich Rick und Morty darauf ausgekotzt hätten. Ja. Und zwar mit sich selbst. Dann hast du angezogen. Also ist die ein buntes Potpourri. Und dann habe ich mir gedacht, welche Mütze passt am wenigsten dazu? Ja, dann nehme ich doch die schwarz-rot karierte. Ja, das habe ich tatsächlich genauso ausgesucht. Ja, gedacht. You're looking slightly Scottish today. Yeah. Yeah. Where's the Iron Brew? Und zum Iron Brew. Iron Brew. Geh zum Iron Brew und zum Deep-Fried Mars Bars. So, bevor wir loslegen, ein schönes Hallo an alle, die uns sehen, hören. Wenn euch das gefallen sollte, dann klickt bitte auf Gefällt mir und auf Abonnieren und auf die Glocke bei YouTube, Gary. Ja, das gibt eine Glocke, da werdet ihr dann immer alarmiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und zwar mitten in der Nacht. 4 Uhr morgens. Leute, kommen vorbei. Also wir hoffen, in der Streberg haben wir zugeschlagen. Wir hoffen, unser Upload-Filter nach Paragraph 13 ist jetzt in Kraft gesetzt worden. Ficker, ey. Ja, um das mal schön zu sagen. Kannst du alles nicht mehr wählen. So, jetzt kommt ja der grantige Alte, kannst du alles nicht kannst mehr wählen. Nicht mehr wählen so. Spinner, aber die checken doch überhaupt nicht, was Sache ist. Bevor wir in Medias Res gehen, was immer das ist. Ja, in Res. Wesel, Res. Res mit das 2 ist dann E, Medias genau. Res. Ja, genau. Medias Res ist so ein Unterhaltungselektronikladen in Postleitzahlenbereich 49. Ganz genau, ja. Am Niederrhein. Ja, aus Medias Res. So würde ich wirklich, wenn ich eine Videothek hätte, würde ich die wirklich in Res... Wenn ihr Videothek in Res hätte, würde ich die... Medias Res nennen. Wo warst du gestern? In Medias Res. In Medias Res. Ja, dann machst du danach noch Urlaub auf Gut Dünken. So, aber bevor wir wieder böse E-Mails bekommen... Was ist scheiße? Kannst du dich mal ein bisschen mit dem gewählt? Headset, das ja, stößt sogar, stößt sich sogar der Kopfhörer ab. Was? Das kann ich gut. Ins Mikro reinsprechen, lieber Oliver. Wir haben einen Gast, nachdem sich beim letzten Mal Menschen beschwert haben, dass wir unseren Gast nicht ordentlich vorgestellt haben. Dann möchten wir jetzt, in Ruhe. Möchten wir jetzt unseren Gast heute vorstellen. Es ist uns eine große Ehre. Es ist unser absoluter, ich darf das mal sagen, unser absoluter Wunschgast eigentlich, ne? Oder? Seit ich weiß nicht, wer es so, ist. Erzähl du weißt mal. Nicht, es ist so ein bisschen wie bei Was bin ich mit Thorsten. Keine Ahnung. Ja, so ein absoluter Wunsch. Welches Schwein ja, hättest du denn gern? So einen Typen halt im Sweater. Guck mal. Nein, wir wissen natürlich, wer es ist. Selbstverständlich. Ja. Meine Damen und Herren, Oliver Döring ist zu Gast. Oliver Döring, kannst du mal sagen, wie du dich beruflich bezeichnen würdest? Wir sollten ihn schon vorstellen. Ja, wir ich habe doch gesagt, ihn, Oliver Döring. Ja, aber er ist so viel. Und wenn ich ihn jetzt frage, ich bin selber wer bist auch du? Viel, ja. Ja, also, das heißt, wenn Gutes mehr wird, kann ich nichts Schlechtes daran finden. Jochen Mansheimer. Ganz richtig. Oh. Ist das albern hier. Das ist schon wieder jetzt. Oliver Döring. Hörspielmacher. Wie die Brand immer mal so rein. Hörspielmacher, reicht dir das als Berufsbezeichnung? Ja, bin ich ja. Ja kann man so da. Sagen. Schönen guten Tag. Ja. Hallo, Oliver Döring. Oliver Döring. Und ist es deswegen eine Ehre, dass du da bist, weil du machst das gar nicht. Frage. Oder ist es nichts als eine lästige Pflicht, die wir zu erfüllen Nein, haben, weil, statt einer Ehe? Worauf ich hinaus wollte, bevor du mir verbal reingegrätscht hast, lieber Thorsten, ist, dass Oliver haben, willst ne? Du machst das ja eigentlich gar nicht so gerne. Du bist total jetzt hier so vor die Kamera gehen und so über dich und deine Sachen reden. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass das endlich. Genau, dass du überhaupt aus dem Haus gekommen bist. Was hat dich geritten? Warum machst du bei uns eine so große. What has written you? Was ist die große Ausnahme? Womit haben wir die Ehre verdient, dass du uns mit deiner Präsenz heute begrüßt? Du hast mich gefragt,
gesagt, ich bin gekommen. So einfach war das. Siehst du, also ich habe Vorlage, ja, nur so, ich hatte nichts vor. Ich habe die Macht, aber wir reden natürlich über dein neues Hörspiel heute auch. Da freue ich mich drüber. Auch natürlich, aber wer Oliver Döring nicht kennen sollte, nicht kennt, dem können wir jetzt sagen, Oliver Döring ist der Mann, dem wir eigentlich die aktuelle Hörspielszene in Deutschland zu verdanken haben. Denn absolut, er hat damals mit der John Sinclair, mit dem John Sinclair Relaunch, gab es das Wort damals schon? Relaunch? Ich glaube nicht, nee, wir haben es einfach Edition 2000 genannt. Edition 2000. Hast du quasi deutsche Hörspiel, das deutsche, nicht nur das deutsche Gruselhörspiel, sondern generell das deutsche Hörspiel wiederbelebt. Du bist meiner Meinung nach, ich habe das auch schon mal geschrieben, der Reanimator des deutschen Hörspiels. Das ist übrigens ein guter Film, Reanimator. Ja, fand ich ja, gut. Auch handgemachte Effekte. Ja, ist das mit dem Kopf, ne? Brian Usna, glaube ich. Ja, ne? Ja, genau. Ekelhaft. Wenn ich von Oliver Döring rede. Der ja neben dir sitzt übrigens. Der neben mir sitzt. Dann, dann stelle ich ihn immer. Wenn ich an Oliver Döring rede. Wenn ich an Oliver Döring denke. Wenn ich an ihn zurückdenke. Es ist viele Jahre her, aber ich werde es nie vergessen. So muss man das auch machen. Ich werde es auch nie vergessen. Ich der kam rein, die Hose auf, der Penis raus und trotzdem immer ein gern gesehener Gast. Dann gab's Mancherie. Erzähl mal weiter die Geschichte. Und jetzt bin ich der Großvater. Jetzt sitze ich an ich der weiß ja, ich kenne Oliver ja jetzt lange genug, dass ich weiß, dass ihm das extrem unangenehm ist und deswegen quäle ich ihn auch jetzt. Deswegen machen wir es erst und, an 8 Minuten. Weil wenn ich über Oliver Döring rede und Leute ihn nicht sofort kennen, dann sage ich, Oliver Döring ist sozusagen Oliver Döring! Der Steven Spielberg der deutschen Hörspielszene. Das habe ich nämlich heute auch gedacht. Das hast du heute auch gedacht, spontan. Ja, spontan. So, vorm Spiegel. Mensch, Oliver Döring, das... Der auch mal so ein Schweißband gerade. Ja, Namen, den man auch nicht in Ruhe aussprechen kann. Da musst du... Nein, Oliver Döring! Oliver Döring! Oliver Döring! Oliver Döring! Zugriff, Zugriff. Wie viele Sinclairs hast du gemacht? Ich glaube 70 oder 80. Ja. Du hast irgendwann mal aufgehört. Es gab eine Übergabe. Du hast die Fackel weitergereicht an Dennis Erhardt. Ja, sie wurde weitergereicht. Genau. Du hast schon freiwillig aufgehört. Ja, klar. Das war, weil viele sagen, warum hört er auf? Es läuft doch so gut. Ja, die Russenmafia. Genau. Nein, die Mordliga. Die Mordliga. Solo Morasso kam bei dir vorbei und hat gesagt, Herr Döring, hören Sie auf. Ich müsste jetzt wirklich kamen. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran es lag. Ich habe es halt sehr, sehr lange gemacht. Ja. Und es kam halt dazu, dass es irgendwie nicht mehr weiterging. Ja. In dem Waage. Und dann plötzlich wurde meine Hand taub und das ganze Ding. Nein, aber ich habe da neulich auch noch mal drüber nachgedacht, weil ich höre die Sinclairs auch, ja, die neuen auch weiter. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo du denkst, ich habe das jetzt alles schon mal gehört. Irgendwie ist jetzt bin ich jetzt gerade an dem Punkt, wo die Geschichte mit den großen Alten erzählt wird. Hier mit links. Aber du hast, ja, ungefähr, das hat schon ein bisschen Ulu. Was Lovecraft-mäßiges. Hat so ein bisschen was Lovecraft-mäßiges. Achso. Cthulhu. Da kriege ich immer nur die Hälfte. Cthulhu, das ist so ein Beutel, wo du deine Zahnbürste reintust. Weil du Cthulhu. Aber du siehst Cthulhu, gut aus. Cthulhu, Cthulhu. Es geht um Mittel. Die Anreise hat sich mal wieder gelohnt, man Thorsten. Für euch war das der Hauptgrund, weil du gesagt hast, du kannst nichts mehr erzählen? Oder war das so eine, bist du in so eine Maschine reingeraten, wo du einfach nur noch produziert hast, wo dann der Moment kam, wo du denkst, ja, das habe ich schon mal gemacht. Ja, bist du in eine verdammte Maschine reingeraten. Das würde mich auch mal interessieren. Bist du so ein Malwerk? Also, es ist ganz schwierig zu sagen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nur, im Grunde genommen kann man es erklären mit dem, was ich danach gemacht habe, nämlich End of Time. So, ja. Und da hatte ich dann zum ersten Mal wirklich dann die Möglichkeit, so komplett frei mal eine Geschichte zu erzählen, die so wirklich ohne irgendwelche Vorgabe, ohne irgendwas erzählt werden kann. Das ist bei Sinclair ein bisschen schon, da gibt es schon so ein kleines Almanach, wo es heißt, kein Bumsen, kein Loch im Kopf. Auch Loch im Kopf schon. Aber subtil. Nö. Nein. Olli hat das schon richtig reingehauen. So richtig auf die 12. Also ich erinnere mich an eine Szene, da stand im Skript irgendwie, dem Mann wird mit einem Gewehrkolben 4-mal der Schädel eingeschlagen und dann haben wir aber ganz viele Sounds gehabt. Nach dem ersten Mal ist er schon tot. Nee, das hat länger gedauert und dann habe ich das meiner Frau vorspielen lassen und die hat sich das dann angehört und zuckte so bei jedem Schlag zusammen und sagte, ey, das kannst du nicht machen, das ist viel zu brutal. Und dann ging sie weg und dann habe ich aus den 4 Schlägen 8 gemacht und dann hatte ich Spaß dran. Also, das ist Special Edition, wo es 70 Schläge sind. 12 Minuten lang. Schon die Folter-Edition. Aber ich kann mich an die Nacht des Hexers erinnern, die ja danach nochmal rauskam als der Anfang. Genau. Und da gab es diese Genickbruchszene.
Am Anfang, ne? Am Anfang, ja. Wie hast du die gemacht? Du hast es im Making-of mal erzählt, aber sag's ruhig nochmal mit speziellen digitalen Soundeffekt. Hast du dieses Genick so wunderbar brechen hören lassen? Das entsteht ja dann beim Abmischen quasi. Und dann kommen Gemüse, also das Gemüse, das man bricht, kommt da rein. Irgendwie jemand beißt auf Cornflakes und weißt du, alles Mögliche kommt da rein, solange bis es eben gut ist. War es nicht der Rettich? Das war doch der Rettich. Ich glaube, es war der Rettich. Rettich? Ja, ich glaube, du hast vom Rettich erzählt. Ja, okay. Genau, okay. Es war direkt am Anfang passiert. Auch. Ja. Und das war, John Sinclair, bevor du John Sinclair, dir John Sinclair angenommen hast, war John Sinclair ja Tonstudio Braun. Und wir reden jetzt nicht von Heinz Strunk und von Rocco Schamoni, sondern von diesem, ich wusste es ganz genau, ja. Es kommt so diese Vibration von der Seite. Ja. Sondern von den grünen Kassetten, die wir ja in den 80er Jahren, ich weiß nicht, wie war das? Wir hatten nichts anderes. Wir hatten schon was anderes, darüber reden wir natürlich auch gleich. Inwieweit hast du gesagt, okay, wir müssen jetzt ganz weg von den grünen Kassetten und eigentlich sofort. Mir wurde das ja angeboten, Sinclair zu machen. Und als ich dann gesagt habe, na klar, ich kenne Sinclair wirklich, wirklich gut seit meiner Kindheit und seit meiner Jugend. Und die Sinclair-Hefte waren ja damals auch der Kult. Also ja, genau. was man damals gelesen hat, wurde am nächsten Tag auf dem Schulhof besprochen. Und das war richtig. So ein bisschen Tagesgespräch jedes Mal, wenn Sinclair-Hefte erschien. Ich habe immer Monate für gebraucht, um so ein Heft zu lesen. Ich weiß nicht, bist du 40 Seiten. Ja. Ich weiß. Naja, jedenfalls, als ich dann das Angebot 70. bekam, sagte ich sofort, ja, okay, dann lass uns das aber auch richtig neu interpretieren, weil ich wollte natürlich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sowas wie Tonstudio Braun zu machen, das war mir völlig klar, jetzt kann ich mal richtig die Sau rauslassen. Und, die haben ja auch ihren Charme, die Tonstudio Braun. Na, absolut. Ja, okay. Was ich sagen wollte, war das dann auch eine bewusste Entscheidung, dass so ein bisschen vom Horrorfaktor, also oder beziehungsweise vom Härtefaktor, das so ein bisschen hochzudrehen und vor allen Dingen auch ganz prominente Synchronsprecher auch in den Titelrollen einzusetzen. Fast eine bewusste Entscheidung. Hat man jetzt einfach irgendwie nach Leute zwei Tagen festgestellt, der klingt wie James Bond, der Typ. Gary, du hast die Frage richtig gestellt, nur in dem Moment, wo du die Frage stellte, wurde uns beiden gerade klar, was das für eine blöde Formulierung ist, wenn man sagt. Ich finde das immer irgendwie extrem scheiße, dass ihr immer so tuschelt. Ich komme mir da immer total irgendwie. Ach, guck mal, der Arsch. Ich finde das total kacke. Hört auf damit. Ja. Gundula hat sich so aufgeregt. Gundula wer? Übrigens meine Frau. Ja. Ja. Und hat sich so aufgeregt. Hat Gundula auch deinen Pulli ausgesucht? Ja, Gundula hat meinen Pulli ausgesucht. Nee, um Gottes Willen. Nee. Alle, die uns ich erlebe das mal live. Hast du den China mal live und Polyester? Das ist Polyester. Jetzt bitte nicht rauchen. Alle, die uns nur hören können. Nee, das brennt nicht. Das ist das Einzige, was überbleibt im Laden hier. Da musst du dir keine Gedanken machen. Also alle, die uns nur hören können, Glückwunsch, denn ihr müsst Garys Sweatshirt nicht sehen, sein Hoodie. Ist ein Hoodie. Ein Hoodie. Kannst du mal bitte sagen, was da drauf ist? Ja, ich sag doch. Das ist lauter Rick und Morty, das ist komplett vollgekotzt. Als hätten sich Rick und Morty mit sich selber übergeben. Ja, auf das ist man muss es gesehen haben. Ein Polyester-Sweater aus China, der mit einem schlechten Digitaldruck aufwartet. Ja. Unscharf. Unscharf, genau. Bisschen, man guckt drauf und möchte eigentlich in einen Eimer speien. Ja. Aber das ist was du so in Thailand so auf der Straße kaufen kannst. Das ist so billig. Teil. In Thailand billig. Im Internet genau. Geht aber alles nicht. Hält auch nicht warm. Aber ich bin schuld daran, weil ich gesagt habe, weil die Farbe Schwarz ist doch sehr präsent. Oliver übrigens auch sehr schick in Schwarz heute. Und deswegen, habe ich gesagt, ich hätte gerne mal so ein bisschen Farbklecks. Setzen wir uns mal so ein bisschen ab. Da hat der Strebech dem Affen Zucker gegeben. Wir senden ja auch in Farbe. Genau, das ist eine Herausforderung. Das Ding, das liegt schon seit Monaten in meinem Schrank und ich denke immer... Man erschreckt sich, ne, weil der Monitor gar nicht alle Farben darstellen kann. Nein, ja, denke ich mir auch. Genau. Die Umschreibung Kino für den Kopf, Hollywood-Kino im Hörspiel, ist seit dem Jahr total überstrapaziert worden, aber du hast es zuerst gemacht. Oder gab es das vorher schon? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Europa irgendwann in den 80ern oder sogar schon in den 70ern anfing, so die Hörspiele damals plötzlich mit dicker Orchestermusik zu unterlegen. Ja. Und es gibt Perry da Roden. Perry Roden, ja, genau. Commander Perkins, die wurden ab einer Folge plötzlich unheimlich visuell dadurch. Und das hatte ich natürlich immer vor Augen. Also insofern, ja, sowas hat es in der Art aber schon mal gegeben. Aber ihre eigenen Sprecher, die ja auch im Studio Hamburg gesprochen haben, die auch teilweise über die Sesamstraße gesprochen haben. Und wenn man sich 80er-Filme anguckt, auch ganz oft in Filmen Gottfried Kramer und Gerd Duvner auch ganz oft. Absolut, und so, ja. Insofern, so neu war das gar nicht. Aber du hattest, und das weiß ich, aber ich möchte, dass du das sagst, du hattest doch durchaus ein Vorbild für die Sinclair-Spiele. Denn es gab eine Gruselreihe in den 80er Jahren, die
uns, glaube ich, alle, aber dich vor allen Dingen auch besonders geprägt hat. Ich glaube, uns alle gleichzeitig. Ja. Ne, Macabros, ja. Larry Brand, Larry diese Brand, ganzen, ja. die Europa, du kennst. Ich kenne die Macabros. Das sind zwei Typen. Macabros. Steht da wieder. Null Ahnung. Doch, Macabros hatte ich selber, fand ich super. Macabros und Larry Brand. Und das war natürlich Charlie Graul. Larry Brand, habe ich gedacht, ja, Feuerlöscher, weißt du. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass der Witz bei Larry Brand auch selber vorkommt. Ja, ich weiß. Nicht wenig was trinke, Tor. Die haben ja keinen Karlauer ausgelassen, aber Charlie Graul, der ja als Autor und Produzent genannt wurde in den Kassetten, war ja niemand anders als Douglas Welber. Also Douglas mit und Katja Brügger genau. Und noch jemand anders. Genau, ja. Richtig. Und das waren die Hörspiele, die uns damals geprägt haben, weil sie halt eben nicht Tonstudio Braun waren, weil sie eben nicht Europa Grusel Neon Serie waren. H.G. Francis, die natürlich super waren, die natürlich auch toll waren, aber sie waren unglaublich brutal. Also die Zungen-Rausreiß-Szene ist, glaube ich, legendär. Ne? Die war ja auf dem Index. Aus Konga der Mensch. Nicht mehr, ne? Die ist Konga der Menschenfrosch. Konga der Mensch. Neulich noch gehört. Ja, Konga der Menschenfrosch. Echt? Und dieses alte? Ja. Ist das nicht? Das ist doch das Motiv mit dem Frosch, wo die Hand so rauskommt. Genau, ne? Das ja. Habe ich jetzt bei Saturn. Konga der Menschenfrosch. Das ist, ja, es gibt als eine DVD oder? Nee, nein, es gibt eine neue. Es gibt einen Kieler Frosch. Man kann die wohl in den DVD-Player reinlegen. Dann, ja, aber dann haben die das Motiv von dem Film geklaut. Das kann durchaus sein, ja. Es gab, und dann gab es noch Konga, die Schlange. Das ist ein geiler Titel einfach. Konga, der Mensch. Das war ja Dan Schocker, ne? Das war ja nicht Jason Dark. Dan Schocker, oder? Das waren halt die nicht mit Künstlernamen gearbeitet haben. Bitte was? Konga, es gab doch auch. Absolut, das ist einer der Lieblingsfilme, glaube ich, von Quentin Tarantino, oder nicht? Konga. Ich bin mir Konga, sicher, dass das Koloss auch so ein... Nee, der Koloss von Konga? Nee, auch nicht. Nee. Doch, Koloss von Konga. Ja, ja, ne? Der genau. Koloss von Konga. Aber das Besondere wirklich bei diesen Hörspielen, es gab zwei, die auf den Index gelandet sind, und zwar Konga der Menschenfrosch, aufgrund dieser Zungenszene auch. Und dann gab es ja noch die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo. Die sind ja beide auf den Index gelandet. Du, als du angefangen hast mit Zinkler, hast du überlegt, wie weit kannst du gehen, was Brutalität angeht? Nö, ich habe einfach gemacht. Einfach gemacht? Ja, ich fand das unheimlich lustig, das so zusammenzumischen. Wie gesagt, die Sounds selbst sind ja total unauffällig. Also wenn zum Beispiel irgendwo in der Sound Library steht, ein Eimer Wasser wird ausgekippt und du legst da so einen Würgesound drunter, dann klingt das total geil nach Kotze. Und das ist aber total unauffällig eigentlich. Wir haben mal Godzilla gemacht im Radio, so eine Serie Godzilla. Und dann haben wir auch überlegt, wie kriegen wir das Kotzgeräusch hin? Und es geht einfach mit einer Plastiktüte und so eine Dose Erbsen drauf. Und dazu noch, und dann hast du in einem Take ein wunderbares Kotzgeräusch. Vor allem das Stückchen dabei. Ich habe ein Hörspiel geschrieben, so über 8 Seiten. Da geht es darum, dass Marc-Uwe Kling wohnt im Känguru zusammen und du kannst im Ruhrgebiet mit Godzilla zusammenziehen. Oh, cool. Das habe ich fertig. Das hast du fertig? Das heißt, auf Eigenbedarf. Hast du mitbekommen, dass Quality Land als Serie verfilmt wird? Nee. Ja, hat Marc-Uwe getwittert. Quality Land von Marc-Uwe Kling wird es als Fernsehserie geben. Was? Wer macht's? Wer macht das? Damit steht und fällt das jetzt. Amerikaner machen das. Ich glaube, ich habe meine HBO gehört zu haben oder irgendwas. Also es ist auf jeden Fall ein großes Ding. Was ist das? Ist das ein Hörspiel oder was? Das kann man nicht erklären. Das kann man nicht Buch, erklären. Aber das ist eigentlich geilerweise ein Hörbuch, das er live vorliest, das einfach immer noch. Ich finde es immer besser, wenn er es macht. Es hat was. Weil er spricht auch, dass, ja gut, das Känguru kommt in dem Sinne eigentlich nicht vor. Ja, doch, als iPad kommt es vor. Ja, aber ja, genau. Ja, genau. Ist schwer zu erklären. Ist schwer zu erklären. Dystopisch, depressiv, lustig. Douglas Adamsig, sehr, also ein Meister. Philosophisch, also was für die ganze Familie. Kritisch. Als Sinclair dann rauskam, Edition 2000, schlug das sofort ein oder hat das gedauert? Ziemlich, also ich glaube, also damit hat keiner gerechnet. Ich glaube, die erste Auflage war ruckzuck weg und es musste schnell nachgepresst werden. Und ich glaube, da haben dann viele Leute erkannt, oh, das läuft, glaube ich. Okay. Und dann... Und damit hast du das praktisch eingeläutet. So mehr oder weniger, das, ja. Also da war klar, es kommt eine zweite Staffel auf jeden Fall. Und da war klar, das wird weitergehen. Ja, genau. Und ich war total neidisch, weil in der Folge, wo der rote Totenkopf drauf ist, eine der ersten. Die Totenkopfinsel. Die Totenkopfinsel, genau. Ja. Da spricht ja Jochen Malmsheimer den Bösewicht. Den Propser. Nein. Doch, ganz großartig. So und so, nicht H.P. Baxter, aber irgendwie toller Name. Das hat ganz so Spaß fantastisch. Gemacht, dann hat er noch zwischendurch noch den Ghoul gesprochen, einen Ghoul. Grimes. Grimes hat der Oberghoul. Ja, und dann hat er. Bitte, danke. Da möchte ich direkt dran sehen. Ja, ganz genau. Und dann hat er bei das Buch der Träume der grausamen Träume, da hat er den Zwerg gesprochen. Da hat er den Bürgermeister gemacht. Den Zwerg, genau. Da war ich sehr neidisch drauf. Ein Genie. Absolut großartig.
du hast über End of Time gesprochen, die hast du selber geschrieben, die Serie? Ja, ja, genau. Die ist komplett von mir. Die ist abgeschlossen. Wie sieht's denn mit The Border aus eigentlich? Kommt da noch was? Nee, erstmal nicht. Erstmal eigentlich nicht. Okay. Nein, wir haben lange überlegt, also das neue, aber wir reden ja gleich über das neue Ding, aber da haben wir lange überlegt, ob wir The Border fortsetzen oder nicht, aber eigentlich passt Jori. Also das neue Ding, worüber wir gleich sprechen werden, passt eigentlich eher zu einer neuen Art von Serie und deshalb ist The Border bleibt jetzt ein Dreiteiler. The Border war The Border war so eine Anthologie, ne? Ja, so es war einfach so eine Reihe halt. So eine, wenn ihr The Border nicht kennt, hört euch bitte die Folge an, Der Unerwünschte mit mit meinem Freund Sebastian Rüger, bekannt von Ulan und Bator und Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Da hast du den Begriff Found Sound gefunden. Found Sound. Genau. Ja, den habe ich gefunden. Das ist so eine Art Blair Witch Project als Hörspiel, ja, aber besser. Weil es bietet sich ja total an. Ne? Also es war wirklich prädestiniert dafür, irgendwie so, dass es ist super Hörspiel. Ja. Also was ich immer gefragt werde, ist, wie habt ihr das denn aufgenommen? Wart ihr im Studio oder sowas? Und nein, wir sind mit dem Zoom, mit so einem Handyrekorder wirklich durch halb Köln gelaufen und haben da die ganze Zeit die Sachen aufgenommen, was manchmal für Verwirrung gesorgt hat. Denn es wird ja auch viel geschrien in dem Hörspiel. Ja. Und da standen auch schon mal die Leute ein bisschen panisch vor uns und dachten, was passiert denn hier gerade? Und wir mussten immer erklären, nee, das ist alles Hörspiel, alles gut. Wir leben alle und wir mögen uns eigentlich. Aber es war eine ganz, ganz intensive Arbeit. Es hat mehrere Tage gedauert, das aufzunehmen. Und Sebastian hat das einfach ganz, ganz großartig absolut gemacht. Absolut fantastisch, ja. Also das kann wirklich empfehlen. Also das muss man wirklich mal gehört haben. Ja. Ihr beide habt euch kennengelernt über die Gespenstergeschichten. Nein, wir haben uns kennengelernt durch dich. Das war ja, du hattest irgendwann mal angerufen und hast gesagt, hör mal, ich hätte da eventuell... irgendwas eingesprochen, aber ich weiß nicht mehr was. Das weiß ich auch nicht. Du hast so viel bei mir eingesprochen. Waren es die Kampfdroiden bei Star Wars? Nein, das kam noch viel später. Aber ich habe auf jeden Fall, Gary, weißt du noch, wen wir getroffen haben, als wir aufgenommen haben in Köln, als Olli da war? Ich kenne leider seinen Namen nicht mehr. Aber Achim Höppner. Ne? Achim Höppner, ja. Genau. Achim Höppner. Der Gandalf. Der Gandalf-Sprecher, genau, ja. Der wunderbare Gandalf-Sprecher und er stand super in der Tür und ich wollte mit seinem Hut und ein wunderbarer Schauspieler mit, aber leider auch verstorben und er stand da in der Tür und ich musste eigentlich da vorbei und ich wollte es noch sagen, aber ich beiß mich heute noch in den Arsch, dass ich nicht gesagt habe, du kannst nicht vorbei. Ja, Moment, das hast du danach bei mir gemacht, weil ich war mit Achim Höppner im Tonstudio und habe ihm so ein bisschen noch was erklärt zur Rolle und wollte dann raus und du standst in der Tür und ich denke, was soll ich jetzt hier, lass mich raus. Und dann stehst du da und sagst mir, du kommst hier nicht durch. Naja, er hat ja schon gesagt, du kannst nicht vorbei, also du kannst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch. Wir sollten den ganzen Herr der Ringe einmal nachsynchronisieren. Gandalf als Türsteher. Hör mal, Pillemann, schmeiß mal. Aber er hat den so, Marit dem Fehler gesprochen und hat er auch sehr gut gemacht. Okay, The Border ist durch. Gespenstergeschichten, Gary. Ganz genau. Also da du hattest mich angerufen. Hier Wortart, Oliver Döring, die suchen eventuell noch einen Autoren. Dann habe ich mich mit Olli getroffen zum ersten Mal und wir haben über Gespensterkrimi. Gespensterkrimi war ja auch eine Anthologieserie. Basierend auf die Romanhefte aus auf Bastei. Den Romanheften. Ja, du Nazi. Und nicht einfach Grammatik-Nazi, sondern jetzt. Du Nazi. Du bist einfach verdammter Nazi. Genau. Und das Tolle war, ich werde das nicht vergessen, wir saßen da bei Wortart auf diesem Riesensofa und dann gab es einen Karton und da waren ganz viele Hefte drin. Und dann hieß es, greif mal rein. Und das was da wurde da rein. Ja, genau. Das kannst du dann praktisch für ein Hörspiel adaptieren. So, und dann war mein erstes, war tatsächlich das Verlies der blutigen Träume. Das ist das hier. Gary hält das jetzt mal in die Kamera. Und ich hab den Roman gelesen und ich weiß noch ganz genau, dass ich gedacht habe, oh Gott. Das kann man nicht machen. Das ist echt das ist total Banane. Und Olli, du hattest warum? Gesagt, weil das so ja, du war, kannst, oder was? Du kannst dich auch von der Originalvorlage entfernen. Und dann habe ich mich wirklich um Lichtjahre entfernt. Und du hattest mich dann irgendwann, da war das Skript aber schon fertig, hattest du mich da gefragt, sag mal, hat das denn überhaupt noch irgendwas zu tun mit dem Heft? Da sage ich, ja, ganz, ganz wenig. Und dann haben wir uns, glaube ich, es steht hier drauf, hör auf damit, das ist extrem unhöflich. Als du gesagt hast, du kannst dich von der Originalaufnahme entfernen, guck dich Thorsten an. Ich wusste, dass Thorsten genau war. Du hast einfach das Heft zu Hause liegen lassen, bist in Urlaub gefahren. Damit hast du dich von der Originalaufnahme entfernt. Warum lacht ihr? Das ist nicht lustig. Das ist absolut nicht lustig. Entschuldigung, Gary, das ist einfach zu süß. Mach weiter. Du hast dich entfernt von der Originalvorlage. Genau. Du hast selber was erfunden. Hier steht nämlich auch da ein Hörspiel nach den Motiven. Das gleichnamige Roman. Also, das hat nicht mehr viel mit dem Original zu tun gehabt. Aber. Es kommt doch eigentlich kein Verlies drin vor im Original. Doch, da kommt niemand träumt, vor. Nichts doch. Blutig.
Doch, das ist eine Western-Geschichte. Das war eine Western-Geschichte. Ist eine tolle Geschichte um ein Hotel, um ein Themenhotel, würde man heute sagen. Und da passieren gruselige Sachen und so. Und das ist eins meiner Lieblingshörspiele heute. Ja, das genau. Iltis-Hotel in Gütersloh. Und das Tolle war aber, ich habe die Geschichte schon milliardenmal erzählt, aber es ist immer wieder toll. Ich weiß noch, als ich meine erste Version abgegeben habe, die erste Version dem Oliver geschickt habe, da sagt er, ja, Gary, immer, ich habe jetzt die erste Version gelesen und du, ich habe da ein Problem mit. Und ich denke schon, Gott, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ne? Und meinte, das ist nicht blutig genug. Da saß ich da am Telefon und habe gedacht, yeah! Also weißt du, das, ich habe schon vieles gehört, viele, wenn irgendwelche Redakteure oder Produzenten irgendwie meinen, sie müssten da irgendwas sagen, aber das ist nicht blutig genug. Das kann sich daran noch erinnern. Ich erinnere mich daran. Da habe ich dann auch, die Schraube immer so richtig hochgedreht. Also, wir reden von einem Hörspiel, wo man das Blut ja nicht sieht, sondern hört. Ne? Also wo es ja darum wirklich geht, dass das Brutalität dargestellt wird, explizit. Und das machst du übrigens, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, aber das machst du wie kein zweiter. Es geht ja bei Horror nicht nur darum, dass man was eine brutale Szene darstellt, sondern der Horror entsteht ja durch die Reaktion der Leute. Und wenn ich jetzt mal hier, wo habe ich es denn hier mal? Den Foster, den habe ich jetzt hier nicht. Den letzten Foster. Da gibt es zwei Szenen. Eine Szene, wo einer eine Klappe ins Auge kriegt. Ja. Und das ist so schmerzhaft zu hören, weil es so, der Schauspieler macht das auch ganz toll. Ja, absolut. Eine Klappe, also so eine Dachklappe ins Auge kriegt. Nein. Und nein. Das ist so, man kann es wirklich nachfühlen und man erlebt diesen Horror mit. Und dann, und das mache ich wirklich, das werfe ich so vielen Hörspielen vor, es passiert etwas, jemand stirbt und die Reaktion der Leute drumrum ist so, ja, oh, jetzt ist er tot. Aber du, in dem Hörspiel findet jemand seine ermordete Frau. Das ist so der absolute blanke Horror. Wie gehst du da als Regisseur ran? Wie lässt du die Leute da machen oder was passiert da? Hey, ich meine, also das passiert natürlich alles, während ich das Skript schreibe. Mhm. Also da steht's drin und da stehen die Reaktionen auch drin und da habe ich halt den Film immer vor Augen tatsächlich. Und ich möchte natürlich wissen, wie die Leute reagieren, wenn man irgendwie seine tote Frau findet, ist ja nicht so schön. Ja. Aber dann, wenn man im Studio ist, dann ist das natürlich alles ganz anders. Also der Typ, der die Klappe ins Auge gekriegt hat, der hat geschrien und geschrien und geschrien, ist übrigens mein bester Freund und mein ältester Freund, der hat da sich einen wirklich geschrien ohne Ende und hält dann mal an und sagt so, kann man was haben, ich habe gar keine Stimme mehr, meine Frau freut sich morgen. Und es ist alles nicht dramatisch. Und wenn ich es dann abmische, weil ich ja weiß, wie es entstanden ist, ist es auch nicht so dramatisch. Aber wenn es dann fertig ist, dann wirkt es halt so. Ich glaube, der Kontext ist auch nicht nur, dass er da steht und schreit, sondern dass wie die Leute auf ihn dann reagieren und das dann, natürlich, man sagt natürlich immer im Hörspiel, was passiert ist, weil man sieht es ja nicht, aber auch einfach, auch wie es gesagt wird und wie die Reaktion ist, das machst du wie kein anderer. Und das werfe ich wirklich so vielen Horrorhörspielen vor, liebe Horrorhörspiele, Spielmacher, die ihr das vielleicht hört, achtet mal wirklich mal ein bisschen drauf, dass ihr den Horror auch auf die zweite Ebene. Emotional. Emotional. Man fühlt sich verpackt. Emotional abgeholt. Und das ist nicht immer angenehm, mein lieber Oliver. Und das freut mich. Ja. Komm, damit der Olli mal ein bisschen eingebunden ist, sollten wir in Episodenhaft sollten wir alles machen. Wenn wir jetzt Olli abgrasen, dann sitzen wir gleich hier. Nee, das ist, wir sind jetzt, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt so ein bisschen. Glaube ich nicht. Doch, was du ja ein bisschen hast sein lassen, worüber wir gerade vor dem Podcast noch gesprochen haben. Sind Ritterfilme, ja, genau. Ja, ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, warum ich die nicht mehr mache. Aber sind die Jumpscares. Da habe ich die früher immer gehasst für, wenn ich auf der Autobahn unterwegs war und dann diese akustischen... Sollte man auch nicht im Auto hören, diese Hörspiele. Ja, das sagt Joachim Kerzel dann irgendwann mal als, dieses Hörspiel sollten Sie nicht im Auto hören. Ich so, okay, ne? Und dann, da bist du so ein bisschen von weggekommen, von den Jumpscares. Ja, also hin und wieder kommen die noch vor, aber tatsächlich glaube ich auch, es wurde genug erschreckt. Ja, ne? Genau, ja. Das reißt jetzt auch keinen mehr vom Hocker, glaube ich. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Hörspiel gemacht habe, das war ein Zinkler-Hörspiel und habe das einem Freund geschickt und der hat das gehört und dann rief er mich an und sagte, boah, du Arsch. Und ich dachte, was habe ich gemacht? Ja, ich habe mich gerade so erschreckt, das geht gar nicht. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und jetzt steht es nämlich nicht mehr so im Vordergrund. Aber es kann, also jetzt, wo du es sagst, krieg gleich wieder Bock mal so an. Okay, super, ich bin schuld. Wie geht's denn mit Foster weiter, wo wir gerade bei Foster waren? Ist fertig aufgenommen. Also bis einschließlich Folge 17 und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Das heißt, wenn die Serie fertig ist, ist sie... Dann ist die auserzählt, da gibt es nichts mehr. Das ist das Einzige, wo ich dich wirklich mal kritisieren muss. Jetzt sag nicht Recaps. Doch, die Recaps, ja, doch. Denn wenn ein neuer Foster rauskommt, ich muss vorher alle anderen wiederhören, um überhaupt auf den Stand zu kommen, weil das ist so komplex und so
intellektuell vielleicht so, ja, will ich nicht sagen, aber es ist einfach, weißt du, wenn du so eine Geschichte hörst und du weißt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war oder was da jetzt gerade passiert ist. Und Foster ist so eine Serie. Also wartet ab, bis sie fertig ist und dann kauft euch alle und hört sie in einem durch. Und das fahrt dabei Auto. Nein. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, warum keine Recaps drin sind. Ich denke, dass wenn das mal fertig ist, dass man es tatsächlich in einem Stück durchhört. Und ich glaube, wenn man am Anfang immer ein Recap hat, dann wird es eigentlich einen rausreißen. Das habe ich bei End of Time auch nicht gemacht. Mhm. Hast du damals auch immer kritisiert. Ja, also stimmt, ja. Ist keine böse Absicht. Aber Foster ist schon, wow, da hast du schon wirklich eine Marke gesetzt. Aber du bist nicht nur Hörspielmacher, du bist auch Hörspielfan. Denn, lieber ja. Olli, du hast ein Hörspiel auch wieder reanimiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Antares 8. Sag doch mal was dazu, zu Antares. Kanntest du das, Thorsten? Antares, nee. Kanntest du das? Was ist mit den anderen sieben? Ich kannte passiert? Es auch nicht. Du hast mich irgendwann mal angesimst. Nee. Kennst du Antares 8? Ja, dann stimmt. Ich zurück. Nein, und dann kam nichts mehr von nee, dir. Nee, da war ich und schockiert. Warst du schockiert, ja. Statt zu sagen, Mensch, hier. Antares 8, Weltalarm. Aus dem Jahr 1978, glaube ich. Und ich habe damals im Laden gestanden, mir ja, das Plattencover angeschaut und dachte nur so, boah, geil. So, und dann habe ich das Ding gehört und es beginnt ja total grundlos, aber immerhin, es beginnt mit einer fetten Explosion. Und ich dachte schon damals, wow, also das ist Hollywood, das ist geil. Ja. Also beginnt einfach mal mit einer grundlosen Explosion, das ganze Ding. Dann ja, kommt die ja. Musik. Und ich fand's super, aber ich muss auch sagen, ich war damals irgendwie 8 oder 9 Jahre alt, als ich das zum ersten Mal gehört habe und habe das so oft gehört, dass ich es bis heute auswendig kann. So, und als dann sich mir die Möglichkeit bot, das vielleicht nochmal auf CD irgendwie zu releasen und zu veröffentlichen, habe ich sofort gesagt, dann machen wir aber richtig schönes Remaster draus. Und dann habe ich mit verschiedenen Tontechnikern dran gearbeitet und habe das letzte rausgekitzelt aus dem alten Material. Ja, und ich glaube, wenn man das heute zum ersten Mal hört, dann vielleicht schüttelt man den Kopf und sagt so, na, also nicht gut gealtert oder ich weiß es nicht. Aber ich liebe es. Das mag ich am liebsten. Ja? Ja. Geil. So ein bisschen scheißig geil. Gealterte Hörspiele, das finde ich fantastisch. Okay. Punkt, okay. Nee, aber was macht ein scheißig gealtertes Hörspiel aus? Was? Es muss ein bisschen cringy sein, es muss ein bisschen, die Dialoge dürfen angenehm hölzern sein, an sowas habe ich schon Spaß. Ach so, okay. Ja, also das ist es auch manchmal, aber es ist halt nicht langweilig, die Geschichte. Ich fand es schon damals so großartig, ja. Dass ich heute überhaupt nicht mehr objektiv darüber urteilen kann. Ich habe es jetzt auch im Zuge des Remasterings, habe ich sicher 10, 15 Hier Mal ist gehört. Ein Zitat von dir drauf, Antares 8 ist ein Juwel. Definitiv eins der besten kommerziellen Hörspiele seiner Zeit. Wie kannst du nicht mehr objektiv urteilen? Du kriegst halt nicht drauf. Was ist das denn? Überführt. Ich schließe den Beweisvortrag. So. Nee, kann ich gar nichts zu sagen. Doch hier, Oliver Töring. Falli, du hast doch noch einen schönen Text in den Liner Notes im Booklet. Auch ja, noch, innen. So, so innen gut ist es leider doch nicht. Ja. Aber dann hast du es ja gekauft. Dass du dieses Hörspiel gekauft hast. Ich finde es einfach großartig. Also das ist, warum wie gesagt, steht eigentlich diese Schüssel? Weil wir nachher das Gewinnspiel machen. Das wäre das, willst du Müsli essen oder so. Danke, ja. Thorsten. Bitte. Ja. Aber es ist toll. Es ist im Grunde genommen so eine Art Kinderkrimi. Es ist so richtig Science-Fiction aus der Zeit damals und also wer es damals gehört hat, also wir kriegen auch so viel Feedback, dass das eben so richtig schön ist, diese alten Erinnerungen nochmal aufleben zu lassen. Das ist einfach toll, echt toll. Das finde ich nämlich auch. Ja. Und was war das Schwierige beim Mastering? Was hat man sich darunter vorzustellen? Mastering, das heißt, es wird entrauscht, denke ich mal. Es wird entrauscht, es werden Störgeräusche rausgemacht. Es gab im Urmaterial, wenn man sich jetzt die Kassette oder die Schallplatte anhört, kriegt man das auch noch mit. Ganz viele S-Laute haben tierisch gezischt. Okay. Da haben wir fast alle Zischer rausgenommen. Wir haben die Lautstärke nochmal angepasst und wir haben das Material ganz vorsichtig abgetastet, dann nochmal gereinigt. Also es steckt viel Arbeit drin tatsächlich. Und wenn man es nicht hört, dann ist es gut. Hören Sie jetzt was? Wie lange hat das gedauert, die beiden Hörspiele? Das sind zwei. Ja, es sind zwei. Aber zusammen, das war immer so punktuell, weil das war natürlich jetzt kein großer Auftrag. Das haben wir quasi aus dem Herzblut heraus gemacht. Und das Mastering hat, also weiß ich nicht, kann ich an Nettozeit gar nicht sagen, aber es hat ein paar Wochen gedauert, bis es dann fertig war. Okay, wo wir jetzt gerade, wo uns gerade so viele Leute sehen, wenn es ein Hörspiel, eine Hörspielserie gibt, was wir gar nicht wissen, aber man weiß es ja nicht, aber vielleicht gucken uns ja die richtigen Leute. Millionen Menschen schauen zu. Wenn es eine Hörspielserie gäbe, die du jetzt remastern dürftest, die du wieder auf CD rausbringen dürftest, welche wäre das? Die Mumins. Die was? Die Na, schon gut. Die Movements. Ich habe noch meine Monchichi-Platten zu Hause. Die könnte man auch. Gab's die als Platten? Ja, auch? Ich habe zwei Monchichi-Platten. LP, Vinyl. Die Natter. Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ja eigentlich alles wieder veröffentlicht worden ist schon, ne? Oder? Ja. Kennst du eine Serie, die mal wirklich wieder veröffentlicht werden sollte, die es einfach nicht mehr gibt?
Nee, ich auch nicht. Mir fällt auch spontan jetzt. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn es eine Fassung gibt der alten drei Fragezeichen und der alten Larry Brandt Macabros Hörspiele mit der Originalmusik von Carsten Bohn. Okay. Ne? Ja. Sollte das, drei Fragezeichen machen, aber das wird nicht passieren. Wo sie Anfang 80 sind. Das finde ich gut. Ja. Mit dem Sprecher von Alan Arkin. Mit Oliver Stretzel, mit Joachim Kerzel. Ja, immer ja, noch das, im Wohnwagen, erster Detektiv. Und das muss richtig gewalttätig sein. Das würde ich gerne sehen. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Ja, aber die Van Dusen-Serie ist ja auch remastert worden. Das passt ja auch eigentlich. Du bist auch remastert worden. What? What? Was? Kerry, ja. Kerry, was war das jetzt für eine Aussage? Du bist auch remastert. Also, ich muss um mal so die Autorenseite nochmal, mal so von der Seite reinzukommen. Und was. Das Tolle beim Hörspiel ist ja, dass man wirklich. Das ist der Pullover. Also du kannst von ja. Der Pullover macht einen. Das ist der Grund, warum hier die Schüssel steht. Wir können es jetzt ruhig mal. Genau. Zum Kotzen. Ja, du bist heute ein bisschen auf Krawall gebügelt. Das ist, dass man wirklich sich keine Sorgen machen muss oder Gedanken machen muss, wo jetzt zum Beispiel die nächste Szene spielt. Also ich kann wirklich von einer Sekunde auf der anderen kann das in Ägypten spielen oder so. Das ist nie ein Problem. Beim Fernsehen ist das natürlich immer ein Problem. Und nicht, wenn es in geschlossenen Räumen spielt, aber... Ja, von daher war das immer sehr befreiend für ein Hörspiel zu schreiben und es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde sagen, also insgesamt, also nicht nur für den Olli, sondern auch für Günther Merlau, die Kane-Serie und... Nee, jetzt nur hier Gespensterkrimi. Die Gespensterkrimi. Vier Stück, glaube ich, von dir. Ja, das ist meins. Das ist Flug die mit des Pharao ist das meins. Das ist die eine mit der Maske ist mit genau. Tobias Meister, ne? Genau, die beiden habe ich nicht geschrieben. Vier Stück. Vier Stück. Und es hat super totalen Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, insgesamt habe ich 30 Hörspiele geschrieben. Und es hat, wie gesagt, immer Spaß gemacht. Und am witzigsten war dann auch immer, irgendwann hat man das ja so ein bisschen raus, so die Geräusche, die man sich vorstellt, die muss man ja dann auch benennen. Irgendwie so, weißt du so, und hinterher habe ich dann einfach nur geschrieben, Kopf ab oder so, dann da habe ich gedacht, naja, die werden schon wissen, was sie da nehmen. Aber lustig war auch immer, großes Murmur. Großes was? Murmur? Großes Murmur. Weißt du, was das ist? Nee. Großes Murmur? Nee. Doch, natürlich. Was, ist was denn? Nee, was denn? Ja, ja, was denn? Großes Murmur ist wenn so eine Menschenmenge, so ein Geraune. Aber das steht in dem Katalog, steht das drin, großes Murmur. Großes Murmur. Ja. Vielleicht, als Henry das erste Mal gelesen hat, Henry ist mein Sohn übrigens, als er das erste Mal gelesen hat, er hat sich kaputt gelacht. Großes Murmur. Weil das hört sich an, als wenn da irgendwie sowas Pelziges plötzlich da großes Murmur. Genau. Ja. Jetzt hat sich das ja dann wahrscheinlich relativ auch schnell rumgesprochen in der Synchrongemeinschaft, dass es da jetzt auf einmal ein Hörspiel gibt, wo Synchronsprecher... Die haben sich bestimmt gefreut. Auf einmal standen die Schlange oder konntest du dir auf einmal aussuchen, wen du haben wolltest? Nee, das hat sich so entwickelt. Wir haben einfach immer, ich habe dann gesagt, ich möchte mal den und den haben wir angefragt und dann hat es meistens zum Glück geklappt. Also das war nicht, das war gar nicht spektakulär oder so. Gab es denn Rollen, die du geschrieben hast oder die du adaptiert hast aus dem Original-Sinclair-Roman, wo du gesagt hast, den will ich jetzt haben, den will ich genau dafür haben? Mehrfach, ja. Mehrfach, ja. Schon beim Schreiben hatte ich dann die Stimme im Ohr. Also ja. Hat das immer geklappt? Fast immer. Okay. Ja, also schon, ja. Also ob es jetzt, bei wem war das erste Mal, dass ich das unbedingt wollte? Also... schwierig zu sagen. Also der Urcast von Sinclair wurde ja quasi direkt mit in die Wiege gelegt. Also Frank Laubrecht, Franziska Pigula und Joachim Kerzel waren von Anfang an dabei. Detlef Bierstedt auch. Detlef Bierstedt zum Beispiel. Hatte ich von Bill Connolly mir immer gewünscht und dann haben wir ihn angefragt und dann hat das tatsächlich geklappt. Hast du ihn dir gewünscht? Frank Laubrecht, James Bond, Sean Connery, Pierce Brosnan, aber Kevin Costner, aber bei David Bowie, aber Detlef Bierstedt, denkt man natürlich an George Clooney. Ich habe an Riker aus Star Trek gedacht. Okay, ja, cool. Ohne Bart allerdings, also quasi erste Staffel. Okay. Ja, genau. Ja, gut. Bevor Riker. Ich dachte immer an George Costanza von Seinfeld, also Jason Alexander. Hab ich nie gesehen. Nein, man muss sich, das ist das Schöne, man kann sich die Hörspiele ja anhören, man denkt jetzt, okay, jetzt wird John Sinclair mal von Kevin Costner gespielt. Oder ja, das ist das Geile, ne? Man kann sich zurücklehnen, Augen zumachen und sieht dann einen Hollywood-Film, den es also zumindest in der Besetzung wahrscheinlich nie geben wird. Mhm. Ne? Das ist schon, und du brauchst nicht viel dafür. Du setzt dich hin, hast irgendwie einen MP3-Player und machst dir
Augen zu und das ist das Schöne, dass du komplett bei dir bist und mit deiner Fantasie und dann kannst du dich da fallen lassen und dir wirklich viel ausdenken dazu. Das finde ich. Wer war der Sprecher oder wer war die Sprecherin, wo du dich so zusammenreißen musstest, nicht auszufreaken und nicht auszugeeken? Eigentlich bei allen. Bei allen. Na, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich liebe alle meine Schauspieler. Oh. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Das ist eine schöne Grabinschrift, er liebte alle seine Schauspieler. Na, also, ist wirklich so, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich auf Franziska Pigula, ne? Wir wollen auch, wir müssen noch über Franziska Pigula sprechen, aber ich würde auch gerne über Hans-Georg Pantschak reden. Ja, genau. Ja. Das hätte ich jetzt nicht unterbrochen, hätte ich dir gerade gesagt, okay, das letzte Mal, dass das passiert. Entschuldigung. war bei der Zeitmaschine. Weil als ich die geschrieben habe, hatte ich die ganze Zeit Georg irgendwie im Ohr und er hat dann auch gesagt, na klar, mache ich das. Und dann, das war eine unfassbar intensive Zusammenarbeit, weil Hans-Georg Pantschak trägt ja das ganze Hörspiel quasi alleine. Ne? Absolut, der hat ja irgendwie 80% des Textes hat er auf verschiedenen Ebenen. Er ist mal Erzähler, mal agiert er. Und also das zu schreiben war erstmal total irre. Das hat super viel Spaß gemacht. Wobei, ich habe ja das erste Mal einen H.G. Wells Roman adaptiert und ich war mir total unsicher, wie weit darf ich das verändern? Mhm. Weil das ist ja nun mal wirklich so die Ursuppe der Science-Fiction-Literatur mit. Ne? Naja, und auch des modernen Hörspiels mit Krieg der Welt. Ja, und total. Auch einer meiner Lieblingsfilme immer noch, die Zeitmaschine. Ja. Und H.G. Wells ist ja auch, der Name sagt er schon. So, es war für mich auf jeden Fall eine riesen Hausnummer. Ich fühlte mich da verpflichtet. Was? Schon gut. Hat jetzt aber gedauert. Ja, das war nicht einer deiner besten, wenn ich nein, das mal sage. Nein, aber nein, gut, dass nein, du ihn gemacht hast. Nein, danke, ein bisschen holprig im Abgang, aber. Gary schaute irritiert in die Kamera. Ein Wels in der Brandung. So. Ja. Gut, der war gut. Der, genau. Der wäre aber nicht gekommen, wenn wir den anderen nicht gemacht hätten. Ich habe gerade die ganze Zeit bei diesem komischen Vampir-Ding habe ich gesagt, wie ist die Pfählerquote? Da wollte ich auch noch einen, aber ich habe es gelassen. H.G. Wells ist abgeschlossen, die Serie? Oder kommt noch was? Es kommt noch was. Allerdings im Rahmen einer neuen Serie, über die wir ja gleich sprechen. Über die wir gleich sprechen. Hans-Günther Wells. Hans-Günther Wells, genau. Wels? Hans-Günther? Ja, Wels hier. Hans-Georg mit Hans-Georg. Grini, was ich noch kurz zur Zeitmaschine sagen wollte, weil es eben mein erster Wels-Roman war, den ich adaptiert habe. Ich war. Du hast das Spiel etabliert, Thorsten. Verdammt, ich hab's. Ja, ihr seid so infantil. Ich hatte das Skript. Sagte der Mann, könnt ihr einmal ernst sein? Könnt ihr einmal ernst sein? Ihr seid so infantil. Danke, Gary. Ich gucke auf dein T-Shirt und denke, ja, wir sind so infantil. Sorry, Olli. Also kein Problem. Geht's hier zu. Ja. Ich bin mal live dabei. Ich sehe das in 3D. Ich hatte das Skript zum Drittel fertig und habe es dann erstmal weggelegt, weil ich dachte, ich habe mich zu weit vom Original entfernt. Ich wurde total unsicher und habe dann nochmal angefangen zu schreiben und war ganz, ganz dicht beim Original. Okay. Also quasi eine 1:1 Adaption. Und dann wurde ich wieder unsicher, weil das war ja eigentlich dann gar nicht mehr von mir. Das war wirklich nur noch Wells. Mhm. Und habe dann beide Fassungen meiner Frau zu lesen gegeben und die hat dann gesagt, ja, ist beides gut, aber das mit den 70ern, das finde ich irgendwie aktueller und dichter bei mir. Habe es dann noch anderen zu lesen gegeben und dann haben es alle gesagt und dann habe ich die 70er Jahre erst weitergeschrieben. Ja, also und Krieg der Welten hast du auch toll gemacht. Auch da. Danke. War ja mein, Christian Geilus, Königdisziplin, der das geschrieben hat. Ganz toll gemacht, ja, finde ich auch. Hans-Georg Pantschak ist bekannt als Sprecher, als Hörspielsprecher. Gary, du kennst ihn auch. Er hat unter anderem gesprochen Sam Jones in als Flash Gordon natürlich und auch, glaube ich, noch in einem anderen Science-Fiction-Film, glaube ich, eine Rolle gesprochen. Weißt du, wen ich meine? Komm gerade nicht drauf. Was? Hans-Georg Pantschak. War das nicht in Robocop hat er mitgesprochen. Wer hat denn gesprochen in Robocop? Hans-Georg Pantschak ist der Sprecher von Peter Weller? Nein. Den Widersacher, diesen der jetzt gestorben ist auch. Genau. Auch tot. Ja. Der hat auch bei Deep Star 6 mitgespielt, glaube ich. Ja, Ferrer heißt genau, er. Aber, genau. Heißt er? Miguel Ferrer. Nee, das ist, glaube ich, der Vater. Ja. José Ferrer. Ja. Miguel Ferrer ist der Cousin von George Clooney, da kommen wir wieder drauf. Meine Güte. Wollte ich nicht sagen, Hans-Georg Pantschak ist der Sprecher von Mark Hamill. Also von Luke Skywalker. Ja, und John Boy Walton war. Und John Boy Walton auch, ja, ganz genau. Und es gab eine Begegnung. Ja, ist er tot? Nein, aber es gab eine Begegnung zwischen mir und Hans-Georg Pantschak. Wir hatten kurz vorher noch telefoniert, weil du hast es damals leider nicht geschafft zur Premiere von Star Wars 7 in Berlin. Und, welcher war das? Das Erwachen der Macht. Ah. Und Hans-Georg Pantschak, der Sprecher von Luke Skywalker, kam die Treppe.
rauf und ich habe gesagt, so, ich ergreife jetzt die Gelegenheit, ich bin hingegangen, Herr Pantschak, guten Tag, mein Name ist Bender, ich soll Sie von Oliver Döring grüßen, und Pantschak ging an zu, ja, ich hatte ja nicht viel zu tun bei dem Film, und ich so, ich wurde fast von Luke Skywalker persönlich gespoilert, ja, dass er ja eigentlich gar nichts sagt in Episode 7, jetzt kann man es ja sagen, der Film ist ja seit ein paar Jahren raus, aber das muss doch der Hammer gewesen sein, du als Star Wars Fan mit Pantschak? Jetzt die Arbeit im Studio, ja, quasi. Ja. Nein, privat. Wir kommen mal ab und zu vorbei. Pommesbude. Hallo, Pantschak, mein Name. Folgendes. Ja, sicher. Also, das sind also so Momente, das denkt man natürlich am Anfang. Wow, da kommt jetzt die deutsche Stimme von Luke Skywalker oder als Wolfgang Pampel bei uns war. Wow, da kommt jetzt die deutsche Stimme von Harrison Ford und sowas. Das verfliegt aber total schnell. Ja, okay. Also, das ist ganz, ganz schnell weg und vor allen Dingen lernt man dann relativ schnell auch die Menschen hinter der Stimme kennen und das ist eigentlich das viel Spannendere dann und das ist das, was richtig Spaß macht. Ne? Und bei Star Wars? Ich frage mich, ob Wolfgang Pampel so eine überirdische Frau hat, die ihn inspiriert zu kreativen Dasein und wie die dann genannt wird. Wir lassen das jetzt einfach mal stehen. Wir sagen, wir lösen das Rätsel nicht. Schreiben Sie das bitte auf ein Blatt Papier und hängen Sie sich das übers Bett. Das ist sehr schön. Die muss man okay. So sacken lassen. Das ist, das ist einfach schrecklich. Schön. Das ist sehr, sehr schön. Apropos Obstwürze, wie geht's weiter? Ich würde gerne noch über deine Star Wars Hörspiele reden, aber du machst keine mehr, oder? Im Moment? Nö, also nee, das okay. Ist, ja. Aber die waren auch toll, weil du hast ja das gemacht, was viele sich gewünscht haben. Du hast Nein, auch Robby. Du guckst mich an. Oliver, hallo. Hallo. Du hast recht, Gerrit. Es ist unfreundlich, eine Frage an jemanden zu stellen, den man nicht anguckt. Ja, genau. Du hast was gemacht, wovon viele Star Wars Fans geträumt haben, nämlich die Thrawn-Trilogie. Wie viele Hörspiele waren das dann? Wie viele CDs? Ich glaube, 14 waren das 14 insgesamt. Ja. Wow. Aber auch mit der Original-Stimmbesetzung mit Pampel und mit Pantschak und mit Friedrich Schönfelder war nicht dabei. Der war bei Dark Lord noch dabei. Der war damals dabei. Das war Peter Cushing. Ich überlege gerade, wie ein John Sinclair-Hörspiel sein könnte, wenn man das mit irgendwelchen Assi-Amateuren aus Bottrop besetzen würde. Du, das gibt's bestimmt irgendwo im Netz. Suko! Suko! Da krieg ich Bock drauf. Suko! Suko! Gib mir eine gnostische Gemme. Jetzt wird schon gerne. Hast du den... Immer, Jean, hast du den Würfel des Unheils wieder liegen lassen, du blöde Kuh? Was soll das? Er kommt gleich Dr. Tod. Ja, wo ist denn Solo Morasso? Solo Toccata, was ist am Start? So, können wir das mal machen, bitte? Ja, gute, so eine Ruhrgebietsversion ist eine super Idee. Oder? Ja, genau. Das sollte man wirklich soll, so wie du die Asterix-Bücher. Genau, das ist so eine Ruhrgebietsversion. Ja, wo John Sinclair am Anfang aufsteht, die ganze Zeit nur so: Kerlo, Kerlo, Ker, Ker. Du hörst nur, wie so Gegenstände umgekehrt, Ker, so Schlappen, Kerlo, Kerlo. Nichts Hals hier, immer der Tod wieder. Oh Mann, das ist so schön, es ist, aber wir müssen ganz kurz total ernst werden. Du hast damals Jane Collins besetzt mit Franziska Pegula ist im Februar gestorben, aber sie spricht noch eine Rolle in deinem neuen Hörspiel. Richtig, genau. Warum hast du Franziska Pegula als Jane Collins besetzt? Franziska Pegula war bis dahin bekannt als die Sprecherin von Dana Scully, von Gillian Anderson. Deswegen vielleicht? Nee, das lag tatsächlich daran, wenn ich mich recht erinnere, Franziska Pegula hat zu der Zeit auch ganz viele Hörbücher für Lübbe eingesprochen. So, und dann kam der Name quasi irgendwie mit in die Diskussion und ich habe gedacht, also, wäre zu schön, um wahr zu sein. Okay, okay. Also so rum war es eigentlich. Ja. Mhm. Und es ist dann tatsächlich auch wahr geworden und es war eben auch ganz toll. Das war die beste Besetzung. Franziska Pegula, da war ich auch super, super stolz drauf. Die spricht ja auch hier im Verlies der blutigen Träume, spricht sie auch mit und das war schon toll. Also das war... Sie war eine der wenigen, wo die Stimme so eine unterschwellige Erotik hatte, dass sie auch mittelmäßige Lübbe-Romane für mich aufgewertet hat durch die Darreichung. Ja, absolut. Ja. Manchmal hat es mich sogar fast abgelenkt. Da fand ich schon einen Tacken zu erotisch in der Stimme, also dass ich mich nicht auf den Stoff konzentrieren konnte. Das war schon beeindruckend. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ohne die Stimme von Franziska Pegula wäre Akte X nicht so erfolgreich gewesen.
Gut, in Amerika also dann, weil, war es sehr erfolgreich. Ja, in Deutschland. Gut. Guter Einwand, Thorsten, guter Einwand. Ja, vielen aber Dank auch. Damals tauchte diese Schauspielerin zum ersten Mal auf, Gillian Anderson, ja. Und sie hatte dann auch noch diese Stimme, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und das passte, das war so magisch. Benjamin Völz war natürlich auch toll als David Duchovny. Als der war natürlich brillant, also, wollte sich da aber auch jetzt von der Gage ja nicht verarschen lassen. Wenn ich mich recht entsinne, da wurde sie dann aber auch, gab es aber auch mal so eine Zeit, wo sie total oft eingesetzt wurde. Ne? Dann hat sie in irgendwelchen Reality-Formaten bei RTL hat sie dann gesprochen. Sehr viele Voice-Overs so. Gemacht, ja. Sehr viele Voice-Overs gemacht und so. Nee, aber das stimmt schon. Also es war und war schon super. Ich habe hier die erste John Sinclair-Folge, in der Franziska Pegula nicht mehr Jane Collins spricht, sondern eine andere Person. Ich habe ja eigentlich geschrieben, dass Franziska Pegula nicht zu ersetzen ist. Und das ist sie natürlich auch nicht, menschlich und sowieso von der Stimme. Aber willst du wissen, wer die neue Stimme von Jane Collins ist? Selbstverständlich. Kathi Karrenbauer. Ah, okay. Das eine mutige ja. Entscheidung, ja. Aber es ist genau die richtige Entscheidung. Doch, Ich habe mich erst erschreckt und habe gedacht, warum? Vor allen Dingen nach dieser Kano als Witze, ach so, Kathi Karrenbauer aus Frauengefängnis. Nein, nicht, ja. Nicht Annegret Karrenbauer. Ich fand das jetzt auch. Annegret Karrenbauer. Ich bin Jack Collins. Ich pack's nicht. Nein, Kathi ja, Karrenbauer. Ja, Kathi Karrenbauer aus... gut. Da haben wir auch drüber gesprochen, über die Cody Mac, Cody McFadden. Genau, die Serie, ja. die Patrick produziert hat, wo sie die Hauptrolle spricht. Nicht gehört. Und sie macht das toll. Sie ist halt wirklich, sie versucht auch nicht, es ist, glaube ich, ähnlich wie damals, als Elisabeth Volkmann gestorben ist. Für die Simpsons, für Marge. Was Anke Engelke dann brillant gemacht hat. Einfach, ja, ne? Ja, brillant. Und toll. Also sie übernimmt das Erbe von Frau Pegula und das können wir sagen. Es ist unfassbar. Ich bin immer noch total geschockt darüber, dass Franziska Pegula tot ist. Das ist ja, das Schlimme ist vor allem, also ich bin froh, dass ich dieses letzte Hörspiel mit ihr schon vor längerer Zeit fertig gemacht habe. Als wir dann in Berlin waren und das erfahren haben, dass Franziska Pegula gestorben ist, das wäre mir, glaube ich, das wäre ganz schwierig geworden für mich, das jetzt abzumischen. Ja, ja, ja. Das ist mir beim Krieg der Welten 1 so gegangen, als Peter Gröger gestorben ist. Ja. Das hatte ich noch nicht abgemischt. Ja. Und ihn dann abzumischen und zu wissen, er lebt nicht mehr, das ist ganz fürchterlich. Und was für ein wunderschöner Auftritt von Peter Gröger. Ja, ja. Krieg der Welten 1, ja, genau. Toll. Also Franziska vermissen wir ganz, ganz dolle. Und sie war, wie du gesagt hast, sowohl was ihre Kunst angeht, als auch menschlich einfach, ist sehr traurig. Sie spricht in Jori mit, unter anderem auch mit Hans-Georg Pantschak, auch wieder dabei. Ich will das nicht hören, weil ich Jori erst jetzt gekriegt habe. Ich habe es noch nicht gehört, ich höre mir es jetzt nicht an. Ja, wir du suchst nur eine. Du suchst nur eine Entschuldigung, eine zu rauchen. Sehr geschickt gemacht, Herr Schräter. Okay, gut, okay, Thorsten, du bist entschuldigt. Das ist absolut in Ordnung. Wir werden aber auch nicht spoilern. Jori, bitte nicht. Nee. Das ist ein Schlawiner. Das ist ein cleverer Fuchs. Leck mich fett. Jori ist ein neues Beispiel. Er sofort auch. Jetzt gehen alle. Ja. Es ist ein Einzelhörspiel? Ja, es ist aber der Beginn einer Reihe. Das heißt, das Jori ist ein Einzelhörspiel, ganz klar für sich, steht für sich alleine, ist auch dann abgeschlossen, auch wenn das Ende so leicht offen ist. Kann man machen, Ist aber, steht für sich alleine und es ist der Beginn meiner neuen Serie Fantastische Geschichten. Toll. Ja. Hört sich gut an. Anthologie-Serie? Genau so. Also im Grunde genommen, ich kann euch mal verraten, Teil 2 wird sein Der Unsichtbare von Wells. Oh, wie cool. Da inkorporierst du dann richtig, wieder. Genau. Also Teil 2 und 3 werden, also es wird ein Zweiteiler sein. Und so wird es dann auch weitergehen. Es wird überwiegend, wird es klassische Literatur sein, also Wells, Lovecraft und so weiter. Aber Jori ist Döring. Jori ist komplett von mir und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass irgendwann, wenn ich mal eine verrückte Idee habe, da auch wieder mal was Eigenes mache. Also machst du mit fantastischen Geschichten jetzt eigentlich das, was Steven Spielberg jetzt mit Apple Plus TV macht. Genau. Das kenne ich gar nicht. Der Apple Plus TV wurde jetzt gelauncht, wurde angekündigt und Spielberg macht eine eigene Serie, die, glaube ich, sogar Fantastic Stories heißt. Oder? Amazing Stories. Amazing Stories. Die Amazing Stories. Ja, von, genau. Die macht er von früher. Ja. Oh, wie cool. Du und Steven. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich und Steven, klar. Du weißt ja, was Steven zu Gary gesagt hat. Nee. Du siehst aus wie ich. Ja, das stimmt, ne? Ja, hat er gesagt. Was soll ich machen? Ja. Weil er trägt auch gerne Rick and Morty. Ja, letztes Jahr bei der Presse. Ja, es ist unfassbar. Ich habe das Bild gekriegt und ich habe gedacht, Photoshop. Wer ist der Typ neben Spielberg, der so aussieht wie Spielberg? Lass uns über Jori reden. Ein Hörspiel, das
Was war die Inspiration? Die Inspiration war also... Man kann echt total schwer drüber reden. Ich will es mal so sagen, es gibt da eine Art von Apokalypse und die wird erstmal aus Kindersicht erzählt. Und das fand ich schon mal... Das ist auch sehr gut gelöst. Danke. Der Anfang ist fantastisch. Ja, da muss ich mal gleich ein großes Kompliment machen. Die beiden Sprecherinnen sind echt top Sahne. Ich weiß, ihr kennt ihre Namen nicht, aber die sind echt super. Welche beiden? Ja, einmal die Erwachsene, die Junge und das Kind. Genau. Es ist ein und dieselbe Sprecherin. Echt? Ja. Wie? Es ist ja. Was? Ja. Gerrit Streber schaut irritiert in die Kamera. Wie hast du das denn gemacht? Na, sie hat das gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen. Sie kann das. Ja, Moment, er hat doch der Pitchregler. Nein, war kein Pitchregler. Das ist genau 1:1. So kann das. Unglaublich. Das ist doch nicht. Also wie heißt die da? Luisa Wiczorek. Wiczorek, da wären ganz üble Erinnerungen. Das war damals mein Mathelehrer. Irgendwie Wiczorek. Aber das muss so am Rad. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was bin ich froh, dass du das Hörspiel vorher gehört hast und woran hättest du gedacht, wenn du das gewusst hättest? Ich sofort mich an die Sache erinnert, wie ich ihn das, der war auch gleichzeitig Sportlehrer und ich bin in das Schwimmbecken rein und er hat mich mit seinem Schlappen, weil ich zu früh reingesprungen bin, hat er mich mit seinem Schlappen, mit seiner Adilette, hat er mich beworfen. Aber das gehört hier nicht hin. Das gehört nur nicht mehr. Aber das ist ja fantastisch. Das ja, ist absolut. Absolut. Da sind Performances also dabei, die wirklich absolut irrsinnig sind. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine irrsinnige Intensität. Guten Morgen, haben Sie mit Sprache zu tun beruflich? Ja, deswegen bist du auch so gerne vom Mikrofon. Auch, ja, ne? Total deswegen, gerne. Ich deswegen, liebe das. Deswegen musste ich dich ja sprechen bei John Sinclair, die Comedy, weil du nicht wolltest. Ja. Da durfte ich Herrn Kerzelmann ein bisschen zurechtweisen. Ja, das war ja auch super. Das war muss man mal sagen. aber jetzt mal, ohne Weltuntergang machst du nicht viel, ne? Oder? Ja, es bietet halt viel, ne? Also Weltuntergang, das ist das ist halt sehr vielfältig, da kann man ganz schön was erzählen. Und ist ja gerade auch in aller Munde, wegen der ganzen Stimmung, die momentan so weltweit herrscht, oder nicht? Ja, Weltuntergang ist immer so ein bisschen Thema. Aber wir sind gerade bei Weltuntergang ist in aller Munde. Ja, das stimmt. Ist ja schon immer gewesen. Ja. Genau. Alle 5 Jahre kommt ein Dinosaurierfilm, alle 8 Jahre kommt ein guter Hai-Film. Dazwischen kommt eine Menge mittelmäßig und der Weltuntergang ist alle 4 Jahre dran. Zieht sich durch, genau. Ja. Wir haben das gehört, beide, ja. Juri. Ja. Wir können das empfehlen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner... toll inszeniert auch. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wie wir es gewohnt sind von dir und es ist zwischendurch habe ich gedacht, oh, das ist jetzt so ein bisschen A Quiet Place als Hörspiel, ohne jetzt zu spoilern. Das ist verrückt, dass du das sagst, weil das habe ich schon geschrieben, lange bevor A Quiet Place veröffentlicht worden war. Ja. Also das ist Zufall. Ja. Aber das ist ja das Schöne, weil Stille im Hörspiel ja nicht so ganz dein Ding ist, weil bei dir kracht es ja und romst es und aber... Ach, echt, findest du? Ja. Ja, klar. Es sehen ist nicht. Es kracht. Zu sehen ist nicht. Super Film. Aber nein, aber es ist schon... Natürlich kommen die Jumpscares nur dadurch, dass es vorher ruhig ist. Eigentlich gar nicht. Nein. Meistens kommt im Dialog. Also das ist ja das, was am meisten Spaß macht. Die Leute folgen einem Dialog und hoffen, wenn der Dialog gut ist, sind die auch drin. Und wenn dann auf einmal so ein Bam kommt, erschreckt man sich ja viel mehr. Mhm. Wenn es vorher leiser wird, dann wissen die Leute schon, es gibt, also es gibt eine sehr, sehr, sehr leise Stelle im Hörspiel in Juri. Die ist auch toll und sehr spannend. Ich kann nur sagen, hört sich das auf dem Kopfhörer an. Ja. Nicht im Auto, im Kopf. Nee, nicht. Wir haben es im Auto gehört, aber klar. Und wenn man die ganzen Nuancen... Ja, aber schön über Kopfhörer schon. Aber du hast mir einmal gesagt, dass eine der schwierigsten Sachen nicht zu inszenieren, sondern zu schreiben wäre eine Autoverfolgungsjagd im Hörspiel. Ja. Da kann ich ein Lied von singen. Ja, dann los. Ja, los. Ja, bitte. 1, 2. Autoverfolgungsjagd. Nee, ist tatsächlich. Also Action zu schreiben, egal ob im Hörspiel oder fürs Fernsehen, ist immer super ätzend. Also das ist super schwierig. Ja, aber mir macht das total Spaß. Ja, aber fürs Fernsehen, da kannst du doch sagen, okay, wenn du jetzt ein Drehbuch schreibst für Cobra, das ist ja, Autoverfolgung ist ja visuell, aber wie macht man das im Hörspiel? Genau. Es gab bei Foster eine sehr geile. Ja, genau. Da bist du für verantwortlich. Ja. Warum? Weil ich habe immer gedacht früher, boah, ich muss einmal eine richtig gute Autoverfolgungsjagd machen und die hatte ich dann bei Sinclair gemacht. Das war der Dreiteiler um Sinistro, glaube ich. Da verfolgt John Sinclair irgendwie
jemand und landet im Hudson River hinterher. Und ich hatte das gerade fertig und dachte, du wirst voll drauf anspringen und habe mich dann mit dir drüber unterhalten und da sagtest du, ja, ich würd mir ja eine richtig gute Verfolgungsjagd, würde ich mir mal wünschen im Hörspiel. Und ich so, die habe ich doch gerade gemacht. Wie, was, wo? Und dann habe ich dann nochmal die Szene, ja, die habe ich gehört. Ach so, ja, die war ziemlich gut. Da wusste ich genau, die war scheiße. Und irgendwann muss ich nochmal liefern. Und dann hatte ich aber nie die Gelegenheit dazu. Und als ich dann eben meine eigene Serie so komplett frei machen konnte, da habe ich dann gedacht, jetzt machst du aber eine Autoverfolgungsjagd, die richtig, richtig geil ist. Und das geht eigentlich nur, wenn du dazu eine Geschichte hast. Ja. Also wenn ja. du eine Geschichte ja. erzählst mit der Action, kannst du das komplett visualisieren mit Tönen. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und auch viel mit Schnitt und Gegenschnitt. Absolut. Es gibt ja die, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, welche Szene das ist bei Voss, die Stelle, wo man meint, er überfährt das Kind, ist es da? Nee, das ist bei End of Time. Das ist bei End of Time, genau. Ja, nee, ich meinte gerade, Sinclair habe ich gesagt. Ja, bei Sinclair, ne? Ja. Genau. Also diese erste Verfolgungsjagd war bei Sinclair und jetzt hier die bei End of Time, da eben, wie du sagst, da sind verschiedene Ebenen, da hört man Kinder im Hintergrund Ball spielen und da hört man aber mit harten Schnitten immer die Autoverfolgungsjagd und man weiß, da wird was passieren und auf die Art und Weise funktioniert und das macht irrsinnig Spaß. Und das gab es vorher nicht? Du hast quasi Autoverfolgungsjagd für das Hörspiel neu erfunden. Ja, Oliver, so. Meine Güte, nee, was hast du alles gemacht? Ja, ja deswegen ja. ist er hier. Schon zu schwitzen. Gurken schneiden. Juri, das gab es vorher nicht alles im Hörspiel. Auf Grundlage hat eines Oliver Döring. Oliver Döring. Ja, genau. Der Rettich. Recht den Rettich. Juri kommt raus im April. Ende April. Ende April in jedem guten Fachhandel zu erwerben. Da ist er wieder. Und ja. Schön, dass du da warst. Nein, das wollte ich nicht sagen. Wir freuen uns auf viele, viele weitere Hörspiele. Aber wir reden natürlich auch in diesem Podcast über Filme. Nicht wahr? Und dann lass uns erstmal über die Trailer reden. Du hast ja auch eine kleine Liste bekommen. Das war sehr gut vorbereitet. Ich musste mir Benjamin Blümchen den Trailer angucken. Ja, genau. Warum auch nicht? Erklär mir das mal bitte. Ja, wie ich dir vor mehreren Tagen gesimst habe, solltest du dir den Trailer auch bitte angucken. Gesimst ist für mich am Haus. Ja. Weißt du, du meinst eine SMS geschrieben. Eine SMS, ja, genau. Okay. Ja, genau. Du hast den Trailer nicht gesehen. Können Sie mir das da simsen? Ja, muss ich gucken. Weiß ich nicht, wie viele Blender wir da haben. Vor allem jetzt in dem Monat, wo jetzt ja Dumbo rauskommt, über den ich gleich noch reden möchte, weil ich ihn gesehen habe. Der Elefant. Nicht so, aber auf jeden Fall. Ja, aber da geht mir das Herz auf. Also komplett auch. Das ist wegblutet. Also, fantastisch. Gary, was hast du gedacht, als du den Benjamin Blümchen-Trailer gesehen hast? Ja, da bin ich wohl nicht mehr Mieses Elefanten-Spin-off, das habe ich gedacht. Ja, genau. Mieses, ich habe gedacht, was machen die jetzt hier für ein Genre auf die der Elefantenfilm? Ja, merken sie gerade, dass Elefanten wieder im Trend sind, hochwertig verfilmt, dann kommt so eine Kacke nach. Erst Apokalypse, jetzt Elefanten. Also ich erwarte von einer deutschen Produktion, die ja jetzt nicht über die finanziellen Mittel verfügt, wie Disney oder das wie Marvel. Das vergisst man ja gerne immer. Fotorealistischen Elefanten, ja, so genau wie ich. Richtig, aber wenn wir über die ganzen Filme nachdenken, wie, ja, okay, Paddington ist auch aus England oder was gab es alles? Wir hatten Gollum, wir hatten Smaug, wir hatten fiktive Figuren, computeranimierte Figuren, die sich in einem realen Umfeld bewegen. Und das tut Benjamin Blümchen ja jetzt auch in dem Film. Ja. Aber es sieht nicht einmal echt aus. Hennes, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das meinte ich wirklich gerade so. Wir sind da nicht die Zielgruppe. Wir sind da Dreijährige. Deswegen, aber die Dreijährigen, die Vierjährigen fahren jetzt nicht mit ihrem kleinen Bobbycar zum Kino. Das heißt, den Eltern sollte auch ein akzeptabler Elefant vorgesetzt werden. Ja, aber er sieht so aus wie auf den Hörspielcovern und die anderen aber nicht. Dann müssen sie was machen. Ja, sie haben schon versucht, so eine Art stilisierte Realität zu machen mit diesem Zoo und. Wer spielt denn Carla Kolumna? Ja. Carla Kolumna sieht gut aus, finde ich. Also jetzt nicht wieder Strolchman, sondern ist gut besetzt. Ich weiß nicht, wer die Schauspielerin ist. Ich weiß es auch nicht, aber ich hab von Anfang an gesagt, vor 3 Jahren schon. Dieser Film steht und fällt mit Carla Kolumna. Ja. Und es ist super besetzt und Heike Makatsch spielt die Antagonistin, kann man sagen. Die will den Zoo erneuern, modernisieren. Eigentlich ist es die Geschichte von Wilde Kreaturen, von Fierce Creatures. Fierce Creatures, genau. Von Dings. Dieter Hallervorden. Ja, endlich, dann sage ich schon nichts mehr. Den mag ich immer. Der verrückte Geheimagent-Erfinder. Ach so, geil. Und endlich, das muss ich jetzt auch mal sagen, auch wenn er wird mich wahrscheinlich hassen dafür, aber endlich mal wieder in Diddy-Mode. So ein bisschen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das ist wirklich so. Ja, weil er ist immer noch. Ich bin Geheimagent. Ich will mal
schau hier. Also. Und ich meine, ganz ehrlich, dafür liebe ich ihn. Ich finde, und das natürlich in so einem Kinderfilm. Du musst dir angucken, Dieter Hallervorden ist super, der Tycoon tatsächlich. Leitet zwei Theater, guckt dir an, was der erreicht hat. Ja. In den letzten 20 Jahren vor allen Dingen. Ja. Und der jetzt prägt wird einem schon das und ganze jetzt wird Leben. Er von Nick Nolte gespielt in Honey in the Head. Ja, wer hätte ja das und da kannst du mal sehen, was wir an Dieter Hallervorden haben. Ja, auf so. Jeden Fall. Wie auf subtil er Honig im Kopf gespielt hat im Vergleich. Dadurch wird Honig im Kopf noch besser. Ja. Richtig, das muss ich auch wirklich sagen. Er ist auch einfach, das hat er aber auch in den Filmen vorher schon bewiesen, dass er auch einfach ein guter Schauspieler ist. Gary hat natürlich total recht. Wir sind nicht die Zielgruppe und wir sollten uns im Vorfeld darüber nicht mokieren. Nur ich hätte ja, aber ich bin jetzt schon wieder milde gestimmt, wenn ich weiß, dass Dieter Hallervorden mitspielt. Okay, gut, dann ist das wunderbar. Dann ist Benjamin Blümchen ja gerettet. Ja. Der Sträter sagt, ich bin milde gestimmt. Dieter Hallervorden rettet Benjamin Blümchen. Ja. Oh, Gerrit, mach das bitte nicht. Wir haben beim letzten Mal über den Aladdin-Teaser gesprochen. Jetzt ist endlich der Trailer raus und ja. Alles ist gut. Ja, es ist genau ja, wie besser. Thorsten es gesagt ist, hat. Besser genau, als wie vorher. Ja, ja es doch. Ist genau ja. Wie Thorsten. Also Will Smith ist nicht die ganze Zeit blau und er ist... wie man es ja kennt von ihm. Ja. Ne? Also als Genie blau. Ach so. das ist ja. Nein, ja, ja. Ja. Was hältst du davon, dieser Trend, dass Disney jetzt die Realverfilmung macht von ihren alten Klassikern? Ich glaube, das wird funktionieren in irgendeiner Form. Also die Musik, die kennt man aus den Zeichentrickfilmen und also wenn ich in den Trailern die Musik höre, dann spüre ich schon, da ist irgendwas da. Also das ist halt, das hat schon eine gewisse Magie, aber ich persönlich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehen würde. Mhm. Das war bei Die Schöne und das Biest war das schon so, das spricht mich jetzt so wahnsinnig gerade im Moment nicht an. Bei Dumbo, den ich ja gerade gesehen habe, über den ich kurz sprechen möchte, ist es halt so, das ist ein Film von 1941, deswegen kommt er ja auch in dem Film 1941 vor, Gary, und das ist, ja, und deswegen ist es halt ein ganz alter Film, der auch nur 64 Minuten lang ist, glaube ich nur. Wer? Dumbo, der Originalzeichentrickfilm. Oh so, ja. Ist nur ganz kurz. Naja, da war das aber ja so echt hart. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Kombination Disney und Tim Burton absolut Magic ist. Wie so oft bei Disney und Tim Burton, also man darf ja auch nicht vergessen, dass Nightmare Before Christmas auch ein Disney-Film ist. Von und Tim Burton hat ja als Disney-Zeichner angefangen. Ganz richtig. Also ganz richtig. Echt wahr? Ja. Ich habe die Biografie von ihm gelesen und das fand er auch gar nicht mal so geil. Das fand er auch gar nicht mal so gut. Er hat gearbeitet an The Fox and the Hound, also Cap und Kappa. Ja, und an, parallel an Frankenweenie. Und an Taran und der Zauberkessel. Also in dieser Dark Period von Disney in den 80ern war er beteiligt. Dumbo, so richtig dark war die auch nicht, aber gut. Ah, doch, so. Ja, so halb dark. Es war mehr so ein... Für Disney war es schon ziemlich, war schon dunkelgrau. Ja, aber für Disney ist ja... Aber mir ist mal, weil du mich ja gefragt hast, ob ich da zu der Pressevorführung hin will. Und es gibt so Disney-Filme, da habe ich, also ich habe wirklich, gerade so was die Frühwerke angeht, habe ich totale Lücken tatsächlich. Ich habe Dumbo nie gesehen, es hat mich auch nie interessiert. Und deswegen interessiert der Film mich auch nicht so sehr. Also, ja, der hat dich aber zu interessieren. Du musst total loslassen, dich hinsetzen, Popcorn und dann lass es dunkel werden, der Film geht los. Ist ein Tim Burton-Film. Ja. Tim Burton muss man immer ein bisschen entgegenkommen erst. Und das ist ein ganz typischer Tim Burton-Film, weil er spielt im Zirkus. Es gibt eine Szene, die kommt auch im Original Dumbo vor, aber sie sieht aus wie ein Outtake aus Batman Returns. Und das meine ich. Und es hat was mit Clowns zu tun. Mehr sage ich nicht. Ja gut, ich gucke generell jeden Tim Burton-Film, in dem Michael Keaton vorkommt. Thorsten, so, das reicht mir als Argumentation. Michael Keaton, ich muss aufpassen, dass ich nicht heule. Michael Keaton, Danny das DeVito. Das würde ich gerne sehen. Okay, Michael Keaton und Danny DeVito zusammen in einem Tim Burton. Ja, wo ist Michelle Pfeiffer? Ich bin ein bisschen sauer eigentlich. Ja, es ist absolut magic. Apropos. Danny DeVito ist das absolute Herz dieses Films. Es ist so toll, Danny DeVito zu sehen. Die anderen, Colin Farrell ist okay. Die Kinder kann man machen. Ich finde Colin Farrell immer ein bisschen überschätzt. Der ja, wird immer so irgendwie ein bisschen, so eine austauschbare Figur. Sehr nah an der Pappmaché. Aber in dem Moment, wo Michael Keaton reinkommt, als dieser Hybrid aus Walt Disney und Donald Trump, passiert was ganz Besonderes. Und die Szenen zwischen Danny DeVito und Michael Keaton sind absolut fantastisch. Die Sets sind großartig. Natürlich. Es ist alles handgemacht. Die Kostüme wirst du lieben. Der Elefant ist zum Kaputtgehen süß. Natürlich, also es ist nicht so, dass du, es gibt keine Stelle, wo du auf einmal anfängst zu heulen, sondern du hast eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Pippi Tränen in den Augen, weil natürlich das Kind in dir so ein bisschen auch angesprochen wird. Und es ist, der Zirkus ist natürlich diese Welt der Freaks und der Verstoßen. Das ist genau Tim Burton. Daraus lernst du es denn im Kinderfilm? Überhaupt? Ja, doch. Ja, ja echt? Ja. Es gibt eine Szene, in dem Moment, wo sie in dieses Dreamland kommen, was natürlich nichts anderes ist als Disneyland und auf eine Tim Burton Art und Weise, da gibt es die Insel der Albträume.
Und die, das ist ein bisschen finster und das ist ein bisschen gruselig. Alan Arkin hat einen Auftritt. Jede Sekunde mit Alan Arkin ist Gold wert. Ja. Es sind nur vier, aber... Es ist nur vier. Lars Eidinger läuft einmal durchs Bild. Wahrscheinlich hat er gerade das Video von Deichkind abgedreht und hat gesagt, er geht jetzt nochmal zu Tim Burton. Lars Eidinger, ganz toller Schauspieler, hat auch mitgespielt in 25 Stundenkilometer und in... Und ist fantastisch. Hat gerade, Klammer auf, hat gerade das Hörbuch gelesen von Ferdinand von Schirach. Ja. Kaffee und Zigaretten, das habe ich gestern beendet. Ja. Das hat er fantastisch gelesen, Lars Eidinger. Also er hat wirklich einen Mini-Kurzauftritt und Alan Arkin ist groß. Lustig ist, dass der Leibwächter von Michael Keaton in dem Film aussieht wie Felix Lobrecht. Nur dreimal so groß, also normale Felix Größe. Ich muss fragen, ob er es vielleicht ist. Nein, er ist dreimal Forced so groß. Also normale Forced Perspective, genau. Ich würde mir eine Realverfilmung von, obwohl das ist ja eine Realverfilmung. Film. Was denn? Nee, schon gut. Sag doch. Realverfilmung von Schlaflos in Seattle mit richtigen Menschen. Nein. Ich möchte die 120 Tage von Sodom als Zeichentrickfilm sehen. Neuverfilmung von Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Das würde ich mir wünschen. Bitte was? Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ich finde, der Titel verrät ein bisschen viel über den Film. Aber wieso? Ja, Moment mal, aber da waren doch die ganzen Zeichentricksachen dabei. Ja, ich sag doch, ja. Ist das mit Portobello Road? Portobello Road. Ja, genau. Ja. Ist das mit dem Fußballspiel? Das ist mit dem Fußballspiel, ne? Das Fußballspiel der Tiere. Ja, das könnte man nicht Menschen ersetzen, dann wäre es halt ein Fußballspiel. Ja, es ist ja eine Realverfilmung. Aber den hat man ja damals gemacht, den hat Disney ja eingeschoben, weil es ja da rechtliche Probleme gab mit Mary Poppins. In Saving Mr. Banks wird das ja thematisiert. Und da hat sich Disney gesagt, ja komm, dann haben wir noch Zeit. Dann schieben wir noch hier mit Hexe gegen Nazis. Genau. Chitty Chitty Bang Bang möchte ich nochmal hochwertig sehen. Oh ja, auch schön. Oh, ich hatte so Schiss vor dem Kinderfänger. Aber das ist nicht und wann kommt eigentlich eine neue Fantomas-Verfilmung? Ich will jetzt endlich mal, die machen Remakes von jedem Dreck. Warum kommt Fantomas nicht? Wollten sie. Das ist eine gute Frage. Ja, haben sie ja gemacht. Ja. Mit Vincent Cassell als Fantomas wollten sie machen. Plakate gab es schon, Teaser-Plakate gab es schon. Ah, stimmt. Und dann ist das Ding eingestellt worden, und zwar 2008. Glaube ich. Ich möchte gerne eine vernünftige, adäquate Fantomas-Verfilmung sehen. Was war der letzte Film, den Teile. Du gesehen hast im Kino? Boah, da müsste ich lange nachdenken. Ich glaube Dunkirk. Ich komme nicht mehr ins Kino. Ich hole mir die Sachen immer auf Blu-ray, wenn sie rauskommen. Okay. Und dann, was war der letzte Film, den du zu Hause gesehen hast? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ja, also super, oder? Da haben wir schon lang und dreckig drüber gesprochen. Ja. Habt ihr so Dirt gesehen? Dirt hab nicht. Noch nicht. Hast du schon gesehen? Hast du schon gesehen? Ja. Im Vergleich zu Bohemian Rhapsody? Nee, das ist ja was? Geht? Darf ich dich zitieren? Ja, mit Essen und Trinken klappt es aber noch. Bohemian Rhapsody ist natürlich ein ganz großer, fein gehäkelter, von vielen Menschen liebevoll über Generationen gewämster Quilt. Also eine schöne, schöne Decke vieler Motive. Und das ist mal mehr so ein Wichstuch. Aber The Dirt, sexistisch, bis der Arzt kommt, aber schönes Kostümbild. Immer so dritte Wand durchbrochen oder vierte Wand durchbrochen mit direkter Ansprache, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, weil sie ja vollkommen Nazis waren. Ja. Okay, wir reden immer noch von Netflix, wir reden immer noch von einer Badewanne, ne, Kaffee kippen und dann gucken, dann geht's, ja. Mhm. Aber im Kino wäre das natürlich jetzt eine arg plumpe Nummer geworden, zumal es auch weiß ich nicht. Okay. Ich war auch nie so ein Mötley Crüe-Fan. Ich auch nicht. Wobei das gar nicht schlechte Musik ist. Mötley Crüe, Van Halen, also es kommt tatsächlich, kommt der Leadsänger von Van Halen auch vor. David Lee Roth kommt vor. Als? Gespielt. Als David Lee Roth. Also ein Schauspieler spielt David Lee Roth und auch Ozzy Osbourne. Bei denen sollte man mal, da sollte man mal ein paar Sachen verfilmen von Van Halen. Naja, ich meine, wenn du die Ozzy Osbourne-Sequenz in diesem Film am Pool gesehen hast, möchtest du eigentlich nichts mehr von ihm verfilmt haben. Okay. So weit, so gut. Das, du teast ganz schön gut. Also, ja, danke schön. Und das kann man sich gut weggucken. Als Horror ist aber nicht der große Fan und als Horrormacher hast du Stranger Things verfolgt? Ich liebe Stranger Things. Okay, das ist, glaube ich, von allen Trailern, die du da aufgeschrieben hattest, der mir am besten gefallen hat. Ja. Also, nicht gesehen. Ist es nicht erst war es, hat mich Baba O'Reilly so ein bisschen, ich dachte, nee, ne? Aber das, die Version es, ist aber, so es, geil. Es wird dann aber echt richtig gut, zum Schluss. Ne? Ja, am Anfang dachte ich so, nee. Ich will kurz sagen, Baba O'Reilly von The Who und ist unterlegt in einem neuen Remix. Ja. Und als großer Who-Fan war ich natürlich, geil, Baba O'Reilly über dieses Feld und
textlich passt es auch natürlich super, aber es ist schon erstaunlich, wie groß die geworden sind alle, ne? Also Finn Wolfhard. Die haben sich total verändert. Also Finn Wolfhard, auch aus It. Ich das hoffe, ist der Harry Potter-Effekt auch, wo die später da standen mit 3-Tage-Fahrt und in die 4. Klasse noch gehen. Das ist echt scheiße. Aber ich bin echt gespannt auf It 2, ne? Also ob Muschetti es geschafft hat, da noch die Sequenzen zu drehen, bevor die komplett durch die Pubertät sind. Ich nehme an, dass er ein paar Sequenzen gedreht hat und ich nehme an, dass er ein paar, dass er noch eine Menge Schnittmaterial hat, das er jetzt endlich mal dankenswerterweise verwenden darf. Ich habe in der Vorversion Schnittmaterial gesehen, das kam im Film gar nicht vor. Okay, das kann man natürlich verwenden. Das wahrscheinlich hat er das ordentlich was. Also wenn er klug war, und ich glaube, Muschetti ist sehr klug, dann hat er sehr viel auch. Sie werden für Henry Bowers alleine eine weggefallene Szene nehmen, die ich damals in der Erstfassung gesehen habe, die ihr nicht gesehen habt. Der Dicke, oder? Nee, Henry Bowers war eigentlich dieser Bekloppte mit dem Messer. Und ich meine, das war Henry Bowers, ja. Hast du It gesehen? Und da gibt es eine Szene, glaube ich, die in der Rückblende erklärt, warum er so ein krankes Arschloch geworden ist. Stranger Things, was ich so schön fand, war, dass der Horror nur so unterschwellig war, sondern das ist wirklich jetzt um die... Ganz zum Schluss hat es was von Resident Evil, fand ich. Welche Szene? Ja, so Tyrant-mäßig, wenn da dieser Fleischklumpen mit Maul irgendwie auftauchte. Ah, ja. Das ist auch ein Spiel, oder? Neue Resident Evil, leck mich am Arsch. Evil 2 meinst du? Evil 2, ja. Also so viel Spaß kann man, also wirklich, mit dem Stecker guckt, alle 5 Minuten raus, du sitzt da wirklich. Hose aus auf so einer Tupper-Schüssel, weil es nicht anders geht und läufst durch dieses Gebäude. Und ab irgendeinem Level verfolgt dich dieses Hutarschloch immer. Für den Rest des Tages. Dieses, war der jetzt noch nicht genug Stressträter? Guck mal, der läuft jetzt komplett hinter dir her. Die ganze Zeit. So dieses Hutarschloch. Ja, wirklich. Ja, dem kannst du den Hut abschießen. Dann kriegst du eine kleine Trophäe. Das ist aber auch alles, was du da kriegst. Ist wahr. Ja, klar. Schieß ihm den Hut ab und dann heißt es Bing, Chapeau oder so. Nützt dir nichts, er bleibt kein Millimeter stehen. Ja. So ein Oddjob wie bei Goldfinger oder was? Ja, er setzt den Hut dann wieder auf und dann. Der hat einen ganz kleinen Kopf noch, aber er ist trotzdem sehr bedrohlich, sehr bedrohlich. Und die Zombies, wenn du in den Kopf schießt, das ist schon grafisch widerwärtig, aber stark gemacht. Also, Moment, da kann man aber schon es ist der Reboot von Resident Evil. Das ist ein Reboot mit leicht anderen Handlungsverläufen. Okay. Sehr widerlich, sehr hochwertig. Ja, aber Olli ist auch ein Gamer vom Herrn. Das hier, ne? Übliche Ding. Das stimmt leider. Das übliche Ding, weißt du, keine Kräuter, dann humpelst du erstmal 2 Stunden, hast noch 2 Schuss und von den Wänden fallen da Arschlöcher runter. Also, richtig Arschlöcher? Ja, da fallen große Arschlöcher runter. Das ist unangenehm. Das ist wirklich, du befindest dich im immerwährenden Albtraum. Ist ein bisschen wie dein Pulli, nur als Spiel. Ja. Ja. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich den Hut finde. Meine Güte, ich bin ja froh, dass es zum Anziehen gereicht hat. Um farbliche Kontrast hier zu was? Zu was? Zu was? Zu was? Zum schwarzen Loch oder was? Ja, ihr beiden, ihr seid ja die schwarzen Löcher. Meine Güte. Wo wir gerade beim Thema sind. Was hast du denn, was war denn das letzte Game, das du gezockt hast? Ach, das sind ja eigentlich immer die gleichen. Im Moment macht ein Modern Warfare Remaster total Spaß, also das Call of Duty, weil das ist gerade im PlayStation Store noch als Abo. Ne? Okay. Und das heißt, da sind unheimlich viele Noobs unterwegs und dann macht es sehr viel Spaß. Weil, du machst auch richtig online und... Ja, total gerne. Fortnite spiele ich total gerne mit sehr, sehr, sehr viel jüngeren Leuten aus der Verwandtschaft, die das total lustig finden, dass ich mich nicht auf die Gegner stürze, sondern mich erstmal in den Busch setze. Haha, das ist die richtige Strategie. Ja, ich setze mich in den Busch und sage so, und jetzt lass uns mal ein bisschen reden. Und die waren total sauer und sagen, wie reden hier? Wir müssen hier die Gegner platt machen. Kannst du doch nicht im Busch setzen? Das geht genau aber so nicht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Leute, ich bin 50. Du deine Zukunft vor, jetzt kannst du noch spielen. Aber irgendwann musst du eine Ausbildung machen. Geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt. Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. So einfach. Ja, zwing den Leuten ein Gespräch auf bei Fortnite. Fantastisch. Nee, war aber großartig. Ich habe Döner gewonnen an dem Tag von jüngeren Menschen. Ja, klar. Die nicht geglaubt haben. Hast du Murat aber auch in Kreuzberg getroffen und eingelöst? Oder? Nein. es war wirklich eine Erfahrung, muss ich sagen. Ja, das glaube ich gern. Das spiele ich mit denen auch immer wieder gerne. Ich spiele jetzt gerade aktuell das Battle Royale Spiel von Battlefield. Ich bin ja ein Battlefield-Spieler. Battlefield. Und Firestorm. Und Mettmann. Reiten. Mein Mettmann reiten. Jetzt hat er einen Schlaganfall. Am Mittwoch hat mein Mettmann Motten in Betten. Reiten. Lass ihn Battlefield. Wenn einer die T's spricht, aber sie Witten. Reiten. In Mettmann. Mit Motten. Ich krieg die Motten. Reiten. So, schön. Ich sag jetzt nicht, dass ich mich auf Yoshi's Crafted World freue. Was, wenn
Lass uns mal bei den Es wird albern. Ja, so. Ja. Once upon a time in Hollywood. Gary. Yes, please. Ja, da war ich ja extrem. da war ich ja mal extrem überrascht. Also der. Aber schon. Bitte. Once Upon a Time in Hollywood, der neue Tarantutti-Film. Tarantino-Film. Ja, Francesco Tarantutti. Und spielt in den 70ern. Spielt in nein, nein, 60? Nein, er spielt Ende der 60er. Er spielt 1968, gell? Ah, okay. Ja. Aber er thematisiert die Charles Manson-Morde, die sind so praktisch der Background von der ganzen Geschichte, denke ich mal. Es sind mehrere Handlungsstränge. Es wird sehr interessant, weil Tarantino da praktisch so diesen Abgesang von dem alten Hollywood thematisiert. Weil das nächste wäre ja dann in den 70er Jahren, wissen wir ja alle, das New Hollywood, das war ja dann George Lucas, Steven Spielberg und Coppola, Brion de Palma und Brion de Palma. Und diese habe ich übrigens auch die Tage bei Netflix ist eine Dokumentation über Brion de Palma. Der hat Carrie gemacht und Carrie ist Englisch betragen. Ja, genau. Machen wir weiter. Aber was mich an dem Trailer natürlich besonders gefreut hat, ist, ich hab mir den angeguckt und mit einmal hörte ich eine Stimme und bei mir ist sofort. Was ist jetzt daran so lustig? Ich höre dir einfach so gerne zu. Auf einmal hörst du eine Stimme. Eine Stimme und man sah aber das Bild noch nicht dazu und sofort sind meine Antennen angegangen irgendwie, weil ich bitte, sofort mein erster Eindruck war, Moment, das ist doch Bruce Lee. Und in der nächsten Sekunde sieht man da tatsächlich einen Darsteller, der Bruce Lee offensichtlich spielt, der tatsächlich auch Roman Polanski damals trainiert hat und so diese ganzen Hollywood-Schauspieler und der da also praktisch zeitlich gesehen auch tatsächlich da war. Ich glaube, es war im Green Hornet Set. Green Hornet, also er sieht eigentlich aus wie der Bruce Lee, der später Enter the Dragon gemacht hat. Ja. Also er sah zu der Zeit anders aus, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall der Darsteller, der da Bruce Lee darstellt. Der Bruce Lee Darsteller, kann man ruhig sagen. Das ist schon der Hammer. Also von den zwei Szenen, die ich da sehen konnte. Ich glaube nicht, dass das ein Hammer ist. Das war schon ziemlich genial. Ich habe jetzt gelesen, dass die Bruce Lee Estate, also praktisch die Familie, die praktisch Bruce Lees Nachlass verwaltet, dass die nicht kontaktiert wurden. Oh, und von daher bin ich mal sehr gespannt. Also Shannon Lee, die Tochter von Bruce Lee. Sag vielleicht seinen Namen nicht. Warte mal, mein Name ist schon... Wie heißen Sie? Nee, es tut ja, nichts genau. zur Sache. Shannon Lee hat halt getwittert, dass sie hofft, dass sie vernünftig damit umgehen, weil ich meine, okay, er hat ja auch jetzt auch nichts. Tarantino ist aber auch ein großer Bruce Lee-Fan. Ja, ja, das muss man dazu sagen. Also ich meine, Kill Bill war ja eine einzige. Ja, aber ich meine, was das Thema ist ja doch ernst. Also die Hintergründe der Charles Manson-Morde und Sharon Tate, Margot Robbie wird ja. Spielt die Sharon Tate? Ja, Margot Robbie ist Sharon Tate, ja, okay. Genau. Oh, okay. Und das ist ja. Das endet nicht gut. Das endet nicht gut. Und der Film, also der Trailer ist ja doch so ein bisschen, ich meine, die Szene mit DiCaprio am Ende ist natürlich fantastisch, ne? Ja, das ist, also da muss ich wirklich sagen, da freue ich mich mal wieder auf einen Tarantino-Film. Wir haben mal wie immer keine Handlung mitgekriegt, aber ich finde, Brad Pitt macht das auch gut. Ja, er verschafft mir in einigen Szenen Erleichterung. Genau, und ich möchte Würden Sie das so formulieren? Ich möchte das einfach auch so sehen. Also das ist, ich will das auch unbedingt sehen. Das wird ein Film, also du siehst mal wieder, lustvoll aufgeladenes Schauspiel ensemble. Ja, und tatsächlich gefällt mir die Zeit, in der das spielt, gefällt mir sehr. Die 80er. Also die 70er. Nein, die 60er. Ende der 60er, 68. Ja, aber es geht ja dann in die 70er. Das wissen wir noch nicht. Vielleicht reist er einfach im Oktober 68 ab. Wir wissen von dem Film nichts. Vielleicht spielt er nur an einem Tag und es beginnt mit, zack, 7.30 Uhr. Das kann ja auch sein. Ja, ja, genau. Weiß man ja gar nicht. Habt ihr den Trailer gesehen für Framing DeLorean? Ja. Nee, aber es muss toll sein, ne? Großartig. Alec Baldwin? Ja, Alec Baldwin, Monica Barrickin als seine Frau. Und das Tolle ist, hast du ihn gesehen? Ja. Das Tolle ist
es ist ja eine Mischung aus Spielfilm, Dokumentation und Making-of. Ah, okay. Das sind ja drei Sachen. Ja, Alec Baldwin wird ja als Alec Baldwin interviewt, wie es ist, DeLorean. Ja. Ja, das wusste ich nicht, dass der Herr DeLorean, dass der, wir kennen natürlich das Jürgen Auto aus Zurück in die Zukunft. Wer kennt es nicht? Ja. Aber mal die Geschichte hinter dem Auto, beziehungsweise die Geschichte von dem Mann, sehr, sehr interessant. Also ich denke auch. Ja. Ich glaube, wird ein kleiner Film. Ne? Also es ist nicht irgendwie so ganz groß angekündigt. Nein. Überall schon. Ich war ganz überrascht. Ich hatte nichts davon gehört, bis du mir das geschickt hast. Es wird wahrscheinlich so ein Film sein, den du in Deutschland nie siehst, genauso wie Stan und Ollie. Ich glaube, das ist ein Film, der sich auf Netflix einschleichen wird oder auf Amazon Prime und das kurzfristig. Ja. Stan und Ollie hatten Deutschlandstart übrigens. Echt? Mai. Oh, da gehen wir alle mal zusammen schon rein. Aber das machen wir ganz schön. Das machen wir. Toy Story 4. Schön. Ja, sieht super aus. Ich habe jemanden getroffen, der die Ausschnitte gesehen hat. Also es gab ein Screening in München, wo ich nicht hingefahren bin, weil mir war das zu weit. Die ersten 30 Minuten konnte man sehen und der Kollege sagte, es kann sein, dass das der beste Toy Story wird. Also optisch mit Sicherheit. Optisch, naja. Also wenn ich mir überlege, wie der erste Toy Story aussah und was für ein Sprung. Ja, entschuldige, aber der erste Toy Story war damals eine optische Offenbarung. Ja, genau. Ja, ganz klar. Genau. Ich sehe den heute noch gerne. Ganz genau. In 3D. Ja. Eben. Ja. Und eigentlich, das ist das Bemerkenswerte, wie weit das sich dann noch entwickelt hat. Also wie gut das jetzt aussieht. Ja. Zum Teil fotorealistisch. Und die Geschichte, bei Toy Story lassen sich ja immer wieder was ich meine, der letzte Toy Story 3 ist 9 Jahre her, dürfen wir nicht vergessen, war 2010. Ja, ja. Ne? Und das war ja schon ein großer Abschluss eigentlich. Ich weiß, dass Rashida Jones, die sollte ja da an dem Drehbuch mitarbeiten, die hat ja gekündigt. Okay. Also die ist gegangen freiwillig. Ich weiß nicht, was es da hinter den Kulissen für Querelen gegeben hat. Wurde sie von Lasseter angegrabt? Steuert da gar nichts zu tun. Wer weiß, ich weiß es nicht. Mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Ja, aber Lasseter ist doch irgendjemand, warte mal, wer war das noch? Wer hat da gekündigt? Wer? Emma Thompson hat gesagt, nein, da meine ich als Symbol. Wenn der Lustmolch dabei. Richtig so. Ja. Richtig so. Ja, und wir haben ihm Toy Story zu verdanken. Das ist ja das Schlimme an dieser ganzen Scheiße. Was ist das Schlimme? Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Aber das macht ihn ja nicht zum besseren Menschen. Absolut, das ist absolut richtig. Gut, aber wir freuen uns, also ich freue mich extrem auf. Ich freue mich auch drauf, auf Toy Story. Das Thema scheint interessant zu sein. Das heißt, du hast jetzt die neuen Kino-Blockbuster alle jetzt noch nicht gesehen. Nee, nicht so richtig. Ab, Muss ich ja. Also ich schaffe es zeitlich einfach kaum ins Kino zu gehen. Das kenne ich. Kennst du, ne? Ja, kennen wir alle. Nee. Shazam. Aber? Wir hatten gesehen. Gary hat Shazam gesehen. Juhu. Ja, los. Go. Ja, ist gut, ne? Super. Nächster Film. Zack. Du hast mir geschrieben. Hennes hat mir extra eine SMS geschickt und meinte, hör mal, Gary, ich erwarte von dir eine elaborierte Kritik zu Shazam. Shazam. Und nicht einfach nur ein, ja, ist gut, ne? Und, du hast mir geschrieben, du hattest selten bei einem DC-Film so viel Spaß. Also, der ist ja klar, weil die letzten alle vor die Wand gefahren worden sind. Der Trailer versprach ja schon damals, dass es praktisch ist wie Big und Superhelden. So. Und das hört sich erstmal per se nach einer Menge Spaß an. Und ich muss sagen, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe, weil es ist tatsächlich, Big wird sogar zitiert in dem Film. Die Darsteller sind super. Und das Tolle ist, dass man mal wirklich einen Superhelden hat, der mal totalen Spaß hat an seine Superkräfte, der auch mit einem richtigen Spaß seine Superkräfte erstmal entdeckt, was geht da überhaupt. Und okay, das war bei Spider-Man Homecoming, da war das auch so noch. Aber hier ist das ganz, ganz stark. Ich kann mir Chronicle in witzig, oder? Ja, nee, nicht wirklich. Also das... so ein bisschen. Aber der eine Junge, ich kann mir die Namen nie merken, der seinen Sidekick spielt, der mit den Krücken, das ist ja der aus It. Und die sind wirklich klasse. Alle Kinder, alle Jugendlichen, die da mitspielen, sind super besetzt. Und auch Zachary Levi, der den Shazam spielt, ist toll, weil der das wirklich mit so einem kindlichen Enthusiasmus macht. Also ich finde Shazam wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube wirklich, der DC-Film, bei dem ich am meisten Spaß hatte, muss man einfach Mark so sagen. Strong.
als auch ein großartiger Name. Mark, wie heißen Strong? Sie? Ich heiße Mark Strong. Spielt den Antagonisten. Genau, ja. Genau. Auch der ist ja immer gut. Der ist ja immer ganz strong. Das ist wie Max Power. Ja. Max Power. Damals Max Power. Bei, der war ja auch immer schon bei kannst du nicht nur Kingsman bei Kingsman war er bei Kingsman war er bei Kingsman war er aber polundrig und umgänglich. Bei Kingsman, er war bei Kick. Ja, fand ich aber toll. Ich mag das ja nicht. Solche Figuren, die sonst immer nur auf Bösewichtige gepolt sind, wenn die dann mal so gute Leute spielen. Und Green Lantern. Der hat eine super... In dem zweiten Kingsman hat er auch eine super Szene gehabt. Ne? Dieser, wo er da... ich meine, Kingsman war... der zweite Teil war jetzt nicht so der Brenner, ja. Aber seine Szene war großartig. Ja. Ne? Das stimmt, ja. Und ja, also wie gesagt, ich kann ihn wärmstens empfehlen. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Sind wir uns sehr. Wir würden gerne über Pet Sematary reden. Dürfen wir nicht. Aber wir dürfen nicht, weil es gibt ein Embargo. Wir können nur sagen, dass Thorsten und Gary ihn gesehen haben. Ja. Ja, mehr dürfen wir dazu nicht sagen. Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. Habe ich alle angeguckt. Alle? Ja, auch geil, oder? Ja. Ja, was heißt, ist geil. Aus der Warte des Kurzgeschichtenschreibers heraus. Der du ja bist. Einige... wie ein Trailer. Ja. Ja. Andere wirken unabgeschlossen. Ja. Und andere sind Meisterwerke. Ja. Ja. Also nichts, was ich nicht irgendwie schon gesehen hätte. Es hat mich total an Heavy Metal erinnert. Ja, ja, ja. An die Lieblingsdinger. Wollen wir kurz sagen, was es überhaupt ist? Love, Death and Robots ist eine neue Anthologieserie auf Netflix, initiiert von Tim Miller und David Fincher. David Fincher, genau. Es sind alles Animierte, auch manchmal mit echten Schauspielern. Aber es geht hauptsächlich um Animation. Animation, genau. Und ich habe so das Gefühl, da hat einer gesagt, wir brauchen jetzt mal eine gute Philip K. Dick, manchmal Douglas Adams, schwingt manchmal ein bisschen mit, Animationsserie. Und jede Folge, es sind kurze Filme, manchmal 6 Minuten, manchmal ich glaub, der längste 17 Minuten, genau. Und jeder ist anders animiert, manchmal klassischer Zeichentrick, manchmal computeranimiert, aber jeder ist irgendwie ein bisschen morbide und böse. Der Tag, als der Joghurt übernahm, ist doch wohl ganz toll. Das war gut. Hat mir der gefallen mit Schutzanzüge, hieß der im Deutschen, die klassische Prämisse von Starship Troopers. Diese Die Pharma-Geschichte. Ganz toll fand ich den letzten, der im russischen Ausläufer spielt. Ja. Der auch ich keine. Ich mochte den ersten aber auch. Der war auch sehr sexy. Der erste sexy, war toll, fand ich. Ja. Also, der erste war super, ja. Ich habe den geguckt und wusste gar nicht, dass das eine Zusammenstellung von Einzelepisoden ist und dachte, das geht jetzt so weiter. Das habe ich auch gedacht. Ja, und dann habe ich, aber ich habe den ersten Charakter gesehen und dachte, oh, jetzt ist sowas wie Final Fantasy, die Mächte in dir und dachte zuerst so, nee, das habe ich in jedem zweiten Videospiel, habe ich so eine Qualität. Aber dann hat das plötzlich... Dann ging es auf einmal los, ja. Sie haben nicht alle eine Wendung, aber viele haben philosophischen Grundgedanken. Ja. Manchmal wirken sie nicht zu Ende erzählt. Ja, das stimmt. Einfach schlicht und ergreifend. Aber, geliebt habe, war zum Beispiel der mit dem Raumschiff auf dem Spinnenplaneten, wo ich echt gekotzt habe. Ja, ja. Mit dem Mädel, die er dann trifft, wo er sagt, wir hatten doch früher mal. Genau. Fantastisch. Und ich habe sehr geliebt den mit dem Wagen. Also es war ein bisschen, wo diese beiden Vertreter, Vater und Sohn, mit dem Wagen stranden. Vorgeschichte war völlig irrelevant, ob das jetzt Vater und Sohn waren und so weiter, wo sie nachts... Die war sehr trippy. Und das war so eine Episode, da hatte ich auch das Gefühl, die ist nicht zu Ende erzählt. Die ist einfach nicht fertig erzählt. Ja. Sie hat keine zweite Ebene, keine Wendung, aber eine schöne Idee. Ja, absolut. Ich mochte die mit den drei Robotern, ich glaube, es ist der zweite, die mochtest du nicht. Die haben überhaupt nicht gefallen. Also ich mochte den Humor nicht mehr, war das alles zu... Ich mochte das. Naja, okay. Aber es ist infantil. Ja, fand ich schon, ja. Es war ein bisschen selbstreferenziell, so ein bisschen nacherzählt und früher haben die Katzen Videos geguckt und bibabo. Aber es ist... Und wenn das die Pointe ist, dann keine erstmal. Das war das erste Mal, wo ich mir dachte, naja, komm, Aber es ist fand das mit den Alternative History mit Adolf Hitler fand ich super. Das war auch schön. Die war auch so. Anders ist, weil die so ein kompletter Ausreißer ist, so von diesem sehr stylisch gemachten. Und dann war da diese Vampir-Geschichte mit diesem grafischen Stil, die jetzt nicht so toll war, wo du jetzt erst denkst, ne, aber da war die Story und so, die ganze Action, die war. Aber du siehst halt bei jeder Folge, du siehst einfach, dass man den Kreativen gesagt hat, macht. Also ich mochte eigentlich am das, liebsten. Eigentlich das, was du zu Gary gesagt hast, mach. Oder was man zu dir gesagt, mach, go. Keine Einschränkungen. Keine Einschränkungen. Ich mochte wahnsinnig gerne die mit dem Fuchsmädchen.
Die war ja so 14 Minuten lang. Ach, die kam mir Manga. Vor wie ein ganzer Spielfilm. Ja, ja, ja. ja. Die war dicht. Okay. Die fand ich super. Also absolute Cook-Empfehlung von uns. Love, ja. Death and Robots auf. Ja, auf jeden Fall. Auf was ich da so besonders fand, war, du fängst eine neue Folge an und denkst, boah, der Zeichentrickstil, der gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Aber der entwickelt sich dann. Das ist so gut ganz gemacht, trotz allem, dass man am Ende dem Zeichentrickstil nicht böse ist. Ja. Also im Gegenteil. Das war eigentlich cool dafür, ganz dass richtig. Es so einfach gehalten ist oder sowas. Ist toll. Ich finde, in dieser Zeit des Streamings und des Serien anfangen zu gucken und zu sagen, ach, gucke ich nachher weiter, ist das sowas, das guckt man einfach durch. Und ich finde, das, was du sagst, es macht ein bisschen was mit deinen Sehgewohnheiten jetzt. Man lässt sich wieder mal auf so Miniaturkunstwerke ein. Es ist wie wenn du in ein Museum gehst und einfach eine Zeit lang vor so einem Bild stehen bleibst und weitergehst. Ja. So ungefähr ist das. Also absolute Cook-Empfehlung. Wir haben noch nicht über Captain Marvel gesprochen. Genau. Captain Marvel. Im Vergleich zu Shazam. Kann man das vergleichen? Sollte man das vergleichen? Nee, kann man nicht wirklich vergleichen. Also auch Captain Marvel hatte ich auch einen riesigen Spaß, auch mal wieder. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, bei Captain Marvel, der Star bei Captain Marvel ist ja das CGI um Samuel L. Jackson. Ja. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Du, wie alt ist der Mann jetzt? 71, ja. Hast du den gesehen? Nee. Du vergisst nach 2 Minuten komplett, dass du da einen jungen Samuel L. Jackson spielst, weil das spielt ja vor den Ereignissen von Avengers. Spielt in den 90ern, 95. In den 90ern. Ja. Das frage ich mich seit langem, warum man das eigentlich nicht hinkriegt, wirklich mal Leute danach, zu bringen. Das ist wahrscheinlich dann die Wende dann, ne? Das wird die Wende sein. Bei Ant-Man, bei dem zweiten Ant-Man, da war schon, da hast du schon gemerkt, also Michelle Pfeiffer sah toll aus. Michael Douglas sah schon im ersten Ant-Man. Richtig, ja, das fand ich auch. Kurt Russell in Guardians 2. Ja, kannst du ja auch nichts machen. Ja, das war ganz. Aber das mit Samuel L. Jackson, das ist echt nochmal eine Stufe. Und vor allem ist es so, das Tolle ist, das sagtest du ja auch, ist es so, du siehst es und denkst so, oh geil, CGI und dann ist dieses weg, Denken weil der ist wirklich, der sieht wirklich so toll aus. Ja. Genau, und was das bedeutet für, ich sag jetzt nur mal, Indiana Jones, ja, was könnte das, ne, du nimmst den alten Harrison Ford, machst ein paar tolle Szenen und den Rest macht der Stuntman, super. Ja, könnte ein guter Indiana Jones Film werden. Ja, absolut. Ja. Könnte doch. Ich fand die Story jetzt nicht ganz so prickelnd. Ich fand den Twist, der mittendrin ist, fand ich gut bei Captain Marvel. Sie ist toll. Und ich finde auch nicht, dass es ein feministischer Superheldenfilm ist. Das wird überhaupt gar nicht thematisiert. Das ist halt einfach eine Frau als Superheld. Ja. Ne? Aber sie hat halt auch nicht irgendwie, sie hat halt keinen Fehler. Sie kann alles. Also, Thanos, zieh dich warm an demnächst. Ne? Ich habe der alte Ökoterrorist, du. Ja, genau. Nee, also ich hatte da auch einen Riesenspaß bei Captain Marvel. Und auch da habe ich genau das bekommen, was ich mir erhofft hatte. Und das war dann in Ordnung. Also das. Wo wir bei Shazam gerade waren, wie heißt der Film mit dem bösen Superman, den du auch gesehen hast? Der Trailer für den von James Gunn. Irgendwas mit Burn. Worum geht es? Es geht darum, dass ein Baby von Elizabeth Banks, glaube ich, scheiße. Ja, es ist praktisch die Origin-Geschichte von Superman. Aber was, wenn Superman jetzt böse wäre? Wenn der jetzt auf die dunkle Seite kippen würde? Als was jetzt? Hatten wir doch schon Film? Bei Superman 3, oder nicht? Ja, genau. Film. Die Welt am Abgrund oder so, ne? Genau. Burning Breath. Wow, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Es ist Bendersnatch ist was anderes. Bendersnatch bin ich. Ja, ja. Der stählerne Blitz. Das war 3. Der steht am Abgrund und ist Superman 4. Brightburn, genau. Superman 3 war mit Richard Pryor. Genau. Das dürfen wir nie vergessen. Ja. Niemals mit vergessen. Richtig schlechten Flugsequenzen. Ja, aber hatte Richard Pryor. Also bitte. Also, das hat mich ja so ein bisschen, ich mag das ja, es gibt ja auch ein Comic von Joe Hill geschrieben, dem Sohn von Stephen King. Stephen King, genau. The Cape. Und das ist praktisch auch so eine Geschichte. Das ist eigentlich kein Comic. Geschichte. The Cape ist später ein Comic geworden. Es war eigentlich eine Kurzgeschichte aus einem Band. Ah. Und das ist, das gab es erst als Kurzgeschichte, wurde dann ein Comic. Ich habe damals die Kurzgeschichte gelesen. Gut. Ich habe das Comic gelesen und da habe ich auch gedacht, Mann, oder das möchte ich gerne. Den oder das Comic. Artikel. Auf jeden Fall, das hätte ich auch gerne verfilmt gesehen. Also, das hätte ich gerne verfilmt gelesen. Können Sie mal das eben verfilmen? Das ist der Strebe. Der liest gerade The Cape.
Auch eine absolute Netflix-Empfehlung ist Afterlife, die neue Serie von Ricky Gervais. Ja. Die habe ich auch komplett durchgebinged. Ricky Gervais, der Erfinder von The Office und Extras. Ja, der wirkliche Erfinder. Der wahre Erfinder von The Office. Ohne Ricky Gervais würde es auch kein Stromberg. Nein, natürlich nicht. Ich muss euch mal was fragen, weil du gerade gesagt hast, durchgebinged. Das heißt, so ein Stück die ganze Serie einmal gucken. Geht dadurch nicht was verloren? Also ich erinnere mich an früher, wenn man da einmal in der Woche eine Folge gesehen hat, hat man lange drüber nachgedacht und es hat eine Tiefenwirkung gehabt. Ich glaube, wenn man so eine ganze Serie... Frage. Wir denken zum Schluss von 5 Folgen oder von 12 Folgen über alle nach. Es ist ein Gesamtkunstwerk, aufgebaut so, dass du es bingen kannst. Und außerdem gebe ich den $10, damit ich es binge. Wahrscheinlich schadet es denen. Manchmal ist es aber gar nicht so gut. Was wir wollen, ist, wir wollen wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und in der Geschichte des Films ist das erste Mal überhaupt seit 5 Jahren der Fall, dass wir sofort sehen können, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist das, was wir immer wollten. Wie geht die Geschichte weiter? Mhm. Das war der Erfolg von vielen Formaten, von den frühen Radiohörspielen der 20er und 30er Jahre, wo es hieß, und nächste Woche mit Cliffhanger. Genau. Ja. Und was aber auch daran lag, dass eben der Cliffhanger nicht sofort aufgelöst wurde. Ich erinnere mich an Star Trek, die Borg-Folge, da waren Leute, die haben gesagt, ihr habt mir den ganzen Sommer zerstört, weil ich nicht weiß, was wird aus Captain Picard bei den Borg. Genau, richtig. Ja. Hätte Netflix gehabt, hätte Feuer. Genau. Riker sagt Feuer. Ja, genau. Dann war Schluss. Ja, genau. Ja, gut, das war aber ein Season-Cliffhanger halt auch. Gut, ja, klar. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, es gibt Serien, die sind dazu geeignet und auch ein bisschen dazu gemacht, dass man sie binget. Dazu gehört, finde ich, Afterlife, weil das sind 6 Folgen. Aber es gibt Folgen, da bin ich sehr, sehr froh, wie jetzt zum Beispiel auch bei Discovery, dass nur einmal in der Woche eine neue Folge kommt, wo man dann. Dann ist es auch okay, aber ich sammle trotzdem 3-4 Folgen, weil das ist so mein Rhythmus. Ich muss sagen, Serien wie die neue Pastewka-Staffel, der hat es sehr gut getan, sie an 2 Abende hintereinander wegzuplayst, beziehungsweise im Auto als Download und so weiter. Das kriegt eine Dichte, eine erzählerische Dichte, die auch besser funktioniert. Wenn ich in einer Folge habe, dass er diese Serie dreht, Dr. Herzog, in der nächsten ist er dann irgendwie so ein Pfarrer. Das ist lustiger, wenn du es dicht beieinander schaust. Tatsächlich. Ja, ja. Das funktioniert als Dreisatz und als Steigerung. Ja. Noch besser ist, noch dichter, wenn du die wegziehst, weil sie so, ich fand sie gut. Bei mir ist das manchmal so, dass ich, gerade ich bin ein ganz großer The Marvelous Miss Maisel-Fan und da zögere ich das wirklich so lange raus wie möglich, weil ich möchte einfach gar nicht, dass diese Serie zu Ende geht. Da gibt es so ein paar Serien, wo ich das also schon von selber mich so entbinge sozusagen und aber wie Thorsten schon sagt, und dann gibt es Serien, die man sich so weggucken kann. Ich glaube, eine Serie, die dieses Bingen auch ein bisschen versaut hat, war Lost. Ich kann mich erinnern, wir hatten dann wir haben Lost irgendwann mal angefangen, da waren die Boxsets schon raus. Wie viele Staffeln hatte Lost? 6. 6. Unverschämtheit, oder? Und ich weiß noch, wir haben die Folge mit Not Penny's Boat gesehen, das war die letzte, und meine Frau wollte dann sofort die neue Staffel anfangen, am gleichen Abend. Und habe ich gesagt, das geht nicht, wir können nicht am gleichen Abend eine neue Staffel anfangen. Ja, wieso? Ich musste immer warten. Ich habe die halt live geguckt. Aber ich habe halt die du hast die wie löst sich das jetzt auf? Ja. Sind die alle tot? Ja, lass uns da mal separat drüber sprechen. Das macht jetzt auch emotional eine zu große Tür auf. Habt ihr noch andere Filme gesehen im Kino? Thorsten, hast du noch was gesehen? Ja, ich habe was gesehen, über das ich ganz wenigstens mal kurz ansprechen möchte. Ich habe auf HBO tatsächlich gesehen Leaving Neverland. Die 4-stündige Dokumentation über Michael Jackson und seine die Anschuldigung hier zur Kindesmisshandlung. Es war ein sehr schweres Thema, sehr gut umgesetzt und absolut glaubwürdig. Also ich meine, ich hatte vorher auch nie Zweifel daran. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man was Michael Jackson immer sehr gut verstanden hat, glaube ich, dass er den Eltern, weil jetzt sind natürlich die Eltern sind jetzt gerade im Fokus, wie konnten sie ihr Kind mit einem erwachsenen Mann alleine lassen und so. Was der halt sehr gut verstanden hat, ist, erstens mal war er eine unglaubliche Lichtgestalt. Ne, also der hat ja, was, Michael Jackson sitzt jetzt bei uns im Wohnzimmer, wie kann das sein? Ne, der ist wirklich zu diesen Leuten auch hingefahren, hat sich da praktisch auch so richtig so in der Familie eingenistet. Also und das glaube ich auch tatsächlich alles, dass das auch ernst gemeint war. Also da würde ich keinen perfiden Plan im Hintergrund vermuten. Aber was er dann gerade den Müttern, weil beide Mütter haben irgendwie so davon erzählt, die hatten halt wirklich so das Gefühl, der gehört so zur Familie, das ist wie ein Sohn für mich. Mhm.
Und was dann alle vergessen haben, ist, dass der schon über 30 war, weißt du, und deswegen kam denen das auch nicht so komisch vor, dass da ein 30-jähriger oder über 30-jähriger Mann mit 7-jährigen Jungs in mal im selben Schlafzimmer übernachtet, ne? Und ich finde es eine wichtige Dokumentation, sie ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, also man muss schon, das ist ein hartes Thema, aber wie gesagt, sie ist sehr einseitig, sie bemüht sich nicht. Hast du sie gesehen, komplett? Na, ich habe eine Kritik gelesen und will sie sehen. Wie ich hörte, bemüht sie sich nicht um mehrere Seiten, um mehrere Sichtweisen. Naja, also es ist... Muss sie nicht, aber ich frage nur. Muss sie nicht, also weil es ist, ich meine, das ist nicht gesund, wenn ein 30-jähriger Mann mit 7-jährigen Kindern in einem Bett, da hört schon auf, verstehst du, das ist schon nicht gesund. So, und jetzt kann man tausendmal sagen, ja, aber er hat doch die Kinder geliebt. Ja klar, jeder Pädophile hat Kinder geliebt, verstehst du, so, also ich will gar nichts, ich bin auch ein, ich mag seine Musik und sowas alles, aber wenn ihr diese Dokumentation seht, vor allen Dingen, was seine Masche war, dass er wirklich diese Kinder, ich meine, überlegt euch das mal, Michael Jackson, das war damals eine Gottheit, und der sagt plötzlich zu euch, du bist mein bester Freund, du bist mein, verstehst du, und er wertet die so auf, und mit einmal passiert das dann, dass dann plötzlich ein neues Kind da ist, ein neuer Junge. Ne? Und die beiden, die ihn verklagt haben, das sind ja nicht die beiden, die jetzt da praktisch aussagen, die in der Dokumentation thematisiert werden. Die beiden, die verklagt werden, das waren ganz andere. Aber die haben praktisch genau das erzählt, was die jetzt in der Dokumentation bestätigen. Also es ist schon, also ich meine hier von diesen, wie heißt der, Jimmy Savile oder dieser Engländer, der da auch jahrzehntelang so ein Kinderstar war oder so Jimmy Will Fix It war damals diese Kindersendung bei der BBC. Ja, und da hat sich nach dessen Tod rausgestellt, dass das wirklich ein riesen Dreckschwein war, der Kinder misshandelt hat und da also regelrecht so ein Netzwerk aufgebaut hatte. Das hat man erst nach dem Tod rausgekriegt. Also von daher, es ist einseitig, naja, was willst du sagen? Also auf der anderen Seite hast du dann Leute, die sagen, nö, hat er nicht gemacht. Klar, Macaulay Culkin, der ist ja nicht doof. Der geht ja nicht, der macht ja nicht irgendwas mit Macaulay Culkin oder mit hier Dings hat ja auch ausgesagt hier, der wer heißt der noch? Corey Feldman. Corey Feldman und so. Aber der Michael Jackson, der hat sich dann halt auch Jungs gesucht, die halt nicht, die halt keine Sau kennt. Ne? Aber eine 4-Stunden-Dokumentation, ist das nicht zu lang? Nee, für das Thema ja, nicht. Ja, okay. Weil es geht ja nicht nur um die Misshandlung, es geht eigentlich eher so darum, wie er so Machtmissbrauch hat. Also es geht um das ist halt sehr interessant. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß nicht, wo das hier in Deutschland läuft, unbedingt angucken. Also es ist wirklich ein... ProSieben läuft das? Ja, tatsächlich. Hören wir gerade. Kommt okay. Demnächst auf Pro7. Ja, das wird bestimmt. Gut, ja. Ja, das danke, Gary, dass du uns das geguckt 7. hast für uns. Ja. Ich wollte jetzt über den neuen Asterix-Film reden, aber das lasse ich wohl besser. Nein, können wir ja reden. Nein, ist gut. Also. Es gibt einen neuen Asterix-Film? Ja. Unglaublich. Früher war das immer ein großes Ereignis, fand ich. Er ist ja von den gleichen Machern vom letzten auch, der ist jetzt ein harter Schnitt, merke ich gerade. Oh, alle noch so. Das Land der Götter, die Trabantenstadt, war ja der erste komplett computeranimierte Asterix-Film, der auch super ist, der auch ein super Timing hat, und jetzt gibt es halt einen neuen. Auf was? Nee, das ist eine neue Geschichte. Ah, okay. Das ist eine neue Geschichte, das Geheimnis des Zaubertranks. Es hat ein bisschen was von der Seher, aber auch nicht wichtig. Es wird Kampf der Häuptlinge zitiert. Es gibt zwei sehr schöne Sequenzen, die klassisch animiert sind, die klassisch gezeichnet sind. Der Schluss hat so ein bisschen was, der Endkampf hat so ein bisschen was von Pacific Rim tatsächlich. Okay. Das Einzige, was mich wirklich doch, du wirst, wenn du ihn siehst, wirst du wissen, was ich meine. Ist okay, wenn Obelix in so einen Roboter steigt und sich das Spinal vernetzen lässt, ja, damit sie. Was, für mich geht das so ein klar. Bisschen was von Godzilla Pacific Rim. Also ihr guckt euch das einfach mal an. Okay, was mich, du die Stimme machst, also, schon mehr, glaube ich. Ja, so. Er ist gut animiert, er hat ein tolles Design und so weiter. Was mich gestört hat, war, es ist ein 3D-Film, den ich aber nicht in 3D gesehen habe. Also er läuft in Deutschland nicht in 3D. Kannst du dich noch an den Clever und Smart-Film erinnern? Ja, der war doch in 3D. Super. Der war doch in 3D.
Aber er lief nicht in 3D. Also man sieht dem Film an, dass der 3D-Effekte hat und dann sitze ich da und denke, ich würde das jetzt schon gerne in 3D sehen. Gut. Der war wirklich, der Clever und Smart Film ist fantastisch. Du guckst alle Filme, wenn sie in 3D angeboten werden, auch in 3D. Ja. Alles. Also bist du 3D-Fan. Ja, natürlich. Wenn ein Film, die beiden sind. Wenn vor allen Dingen ein Film für 3D gemacht worden ist und bei Asterix handelt es sich um Unterhaltungsfilm. Das ist wie wenn du so einen Theme-Park-Film siehst, wenn du im Europapark bist und du siehst die Monsterfamilie, wenn die auf einer Achterbahn unterwegs sind. Das kannst du dir auch zu Hause nicht in 3D angucken, macht aber keinen Sinn. Das guckt man sich in 3D mal eben an. Naja, das hat mich so ein bisschen geärgert, aber ich fand den Film gut. Aber zum Schluss möchte ich euch noch sagen, dass ich gestern Ass gesehen habe. Also Ass. Hast du gepokert oder was? Genau, ich habe Ass, also US, also US. Wir habe ich gesehen. Warst in US gestern? Gestern, bin ganz schnell wiedergekommen. Ja. Also der neue Film von Jordan Peele, Get Out, den Oliver und Gary ja nicht so toll fanden. Warum eigentlich nicht? Get Out total super. Warum fandet ihr, jetzt haben wir mal hier so eine Linie, sagt doch nochmal, warum ihr Get Out nicht so gut fandet. Sag du mir mal, was du daran gut fandest. Ich meine, der war wirklich klasse und dann das Ende war völlig Mischugge, fand ich. Ja, aber gut. Ende ist, ich habe mich total stehen gelassen gefühlt. Ich dachte, was soll denn das jetzt? Hat es sowas noch gebraucht? Musste man das noch draufsetzen? Ich habe es nicht verstanden. Warum denn nicht? Ohne jetzt zu spoilern, was da passiert, aber Jordan Peele ist war hauptberuflich Komiker, Stand-up-Komiker und ist dann ins Horror. Merkt man ja. Das merkt man auch bei Us an zwei Stellen, die großartig sind. Wir hat einen ähnlichen Ton wie Get Out. Es geht auch um Rassismus. Es geht ich meine, nicht umsonst macht Jordan Peele jetzt The Twilight Zone. Und ich finde, für eine lange Twilight Zone-Episode, die 90 Minuten lang geht, das geht auch, also auch Get Out war auch nicht lang, war auch kein 2,5-Stunden-Film. Ja. Da gibt es keinen Hänger, da gibt es keine. Ich finde Dings. Auch, das Ding ist also gut erzählt, es ist leicht erzählt, es spielt mit den klassischen Horrorgenres, mit den klassischen Horrormechanismen, auch die ganzen Hebel. Es macht Spaß, es ist ethnisch, sinnlich verwurzelt bei Get Out, wenn man das so sagen kann. Und die Auflösung ist sehr Eddie Murphy-esque und lässig und gibt dem wieder Eddie eine Leichtigkeit. Eddie Murphy-esque? Ja. Wie kommst du auf Eddie Murphy jetzt? Ich finde, das ist flapsig aufgelöst. Flapsig und meinst du die allerletzte Szene? Die allerletzte Szene. Ja. Ja, okay, das ist Eddie Murphy Rest. Da hast du wirklich recht. Ja, okay, ich dachte jetzt die Auflösung des. Naja, das ist ein geiles Wort. Eddie Murphy Rest. Eddie Murphy Rest. Ich kannte Python. Eddie Murphy. Es gibt auch Gigaresk, fand ich auch schon immer. Das ist richtig geil. Gigaresk, Gigaresk ist halt. Und Pythonesk, also Monty Python. Ja. Ja, Gigaresk fand ich sowieso. HR Giga war eh. Ich meine, wenn du so heißt, was willst du anderes machen? Da kannst du keine Pommesbude aufmachen. Ja, oder du machst einen Sender, wo du die ganze Zeit Giga lecker Wurst, kannst du nicht. Oder machst einen Sender, wo du die ganze Zeit nur über Internet redest. Giga. Ja. Also Ass geht auf jeden Fall genau in die. Es ist das schwierige zweite Album nach dem großen Erfolg von Get Out. Er ist super. Lupita Nyong'o ist als Hauptdarstellerin absolut fantastisch. Guck ihn den auf jeden Fall an. Und guck ihn dir an. Also letzten Sekunden. Es gab so eine Reihe von Filmen in letzter Zeit, wo ganz groß gesagt wird, musst du gucken, ist ganz toll. Ja, das war zum Beispiel, und dann kommt am Ende immer so ein doofer Aus. Welcher war das? Da gab es mehrere. Cloverfield Lane zum Beispiel, da fand ich auch das Ende, da dachte ich so, Quiet Place fand ich so toll von der Idee und so, und dann am Ende dachte ich auch wieder so, die Leute, gut, du hast eine klare Jurassic Park Raptoren-Auflösung gehabt bei Quiet Place. Ach so. A Quiet Place, wir haben Zeit. Das kostet ja kein Geld, das Material. Und ich fand ihn auch gut, aber ich konnte halt nicht in Ruhe Nachos essen im Kino und sowas lehne ich dann schon einfach ab. Da habe ich aber auch die ganze Zeit gedacht an dich, als ich den Film gesehen habe, Quiet Place. Was würde Thorsten Sträter jetzt machen? Weil, ich sitze da und habe alle fünf Minuten gesagt, ist das leise. So, das lauter! Boah, ich höre nichts! Hier! Ist das Sand? Warum macht da keine Geräusche? Weißt du, so. Große Erwartungen, Oliver. Freust du dich auf Star Wars 8?
oder auf Star Wars 9, auf Star Wars 9. Ich habe da keine Meinung zu. Du hast da keine Meinung zu. Nee. Was kommt denn da jetzt wieder? Du als der letzte Star Wars. Was wohl nie der letzte, der allerletzte Star Wars. Weil Disney sagt, sie brauchen das Geld nicht mehr, oder? Nein, der letzte dieser Trilogie quasi. Welcher Trilogie? Das Erwachen der Macht und so. Der letzte Jedi. Und ja, das Ermachen der Wacht. Und Ermachen der Wacht, ja. Ja. Aber du als du willst dich da als Star Wars-Macher, als Star Wars-Fan und Macher? Du bist ich will mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich kenne zwei dicke Freunde, die seit der fünften Klasse befreundet sind. Also da passt kein Blatt Papier zwischen. Die sind so richtig, richtig dick befreundet und teilen alles, reden über alles und haben sich darauf geeinigt, die neuen Star-Wars-Filme sind ein Tabuthema. Okay. Und ich meine, wenn das so weit kommt, kann ich nur verlieren, egal was ich sage. Politik, Religion und Star-Wars. Ja. Darüber redet man. Ja. Aber deine Star-Wars-Adaptionen sind doch alle wunderbar angekommen. Ja, zum Glück. Ja, gut. Ja, was passiert denn da? Kommt Kylo Ren wieder? Die Seife, die bis in die Achselhöhlen passt? Kylo. Ist der wieder dabei? Nach Lola rennt Kylo Ren. Kylo Ren. Kylo Ren nach Witten. So. Ja. Krieg ich jetzt mal eine Antwort oder was? Das war tatsächlich eine Frage. Das war eine Frage. Ja, keine Ahnung, was da passiert. Als ob wir das wissen, das weiß keiner. Thorsten stellt mal. Was passiert denn da jetzt? Was ist denn da konkret die Storyline? Interview Thorsten Sträter, J.J. Abrams. Was passiert denn da jetzt? Sag doch mal. Konkret, also jetzt nicht drumrum. Kein Pudding an die Wand nageln, was ist Phase? Wie löst sich das auf? Ja. JJ. Wir sind durch. Ich bin durch, ja. Sowas von durch. Wir kommen. Ich glaube, für den Rest des Tages ist mein linkes Auge nur noch schwarz-weiß. Ja. Ja. Aber. Ich merke totale Überreizung. Aber. Oder? Aber. Ja, das ist halt, ich glaube, das ist der Pulli aus Birdcage. Birdbox. Ich bin froh, dass der Pulli aus Birdbox. Wer den sieht, muss sterben. Wenn man immer gegen. Ich habe übrigens. Wir machen und Gary so. Hallo? Hallo? Und alles. Vernagel, Augenbinden, das genau. Das ist Birdcage. Das wäre ein schlechtes Double Feature. Birdcage und ich habe diesen Hoodie habe ich übrigens noch in der Größe XXL. Ja. Wenn den einer haben will. Ja. Thorsten. Schreibt uns bitte. Nein, wer den Pulli haben will, den XXL, schreibt bitte post@streterbender-strebech.de. Genau. Und Streter bitte im Betreff. Nicht alle haben Augen. Ja. Genau. Nicht alle haben Augen. Post@streterbender-strebeck in einem durch Streter mit AE natürlich. Und wir kommen zur Mystery Box. Ja. Beim letzten Mal haben wir gefragt. Übrigens, ich muss mich noch bei Frank entschuldigen, der hat immer seine Mystery Box noch nicht gekriegt. Frank, ich arbeite daran. Schönen Gruß an Lukas, du hast mich neulich gegrüßt in Oberhausen und hast gesagt, Schönen Gruß an den jungen Mann, den ich jetzt vergessen habe, wo wir uns getroffen haben, wo du eine Mütze willst. Ich schick dir eine. So. Cool. Weiter. Was für ein Gruß an meine Frau. Auch. Wir grüßen hier so. Ich bring gleich einen Liter Wer zieht? Mit. Nein, wir müssen erstmal das letzte Rätsel auflösen. Scheiße. Wir müssen erstmal auflösen, das letzte Rätsel. Bevor wir auflösen. Wie lange sitzen wir denn schon hier? Ja, das ist ein Service. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist die Verbindung 7 Degrees of Kevin Bacon von Freddie Mercury zu Harry Dean Stanton? Keiner ist auf meine Lösung gekommen, aber über 30 Leute haben geschrieben und sind auf richtige Lösungen gekommen. Bitte. Das ist immer das Tolle an diesem kniffligen Rätsel. Ja, ich bin ja sowas wie der. Was machen wir denn, wenn einer auf deine Lösung tatsächlich kommt? Dann machen wir eine doppelte. Absolut. Also, meine Idee war die Verbindung von Freddie Mercury zu Harry Dean Stanton. Muss ich kurz sagen, Freddie Mercury. War ein Nachbarn. Beide bei der Schröbelmeierstraße 17 gewohnt. Lange. Nein, ich interessiere mich ja auch immer dafür. Also ich habe es mir selber sehr kompliziert gemacht. Das Leben von Freddie Mercury wurde verfilmt in dem Film Bohemian Rhapsody. War naheliegend. In Bohemian Rhapsody spielt Mike Myers mit. Ja. Mike Myers aus Wayne's World, aber auch Mike Myers aus Austin Powers. Im dritten Austin Powers spielt Danny DeVito Mini-Me. Danny DeVito im Vorspann mit Tom Cruise als Austin Powers und Kevin Spacey als Dr. Evil. Und da spielt Danny DeVito Mini-Me. Danny DeVito hat zwei Filme gedreht mit Ivan Reitman, und zwar Twins und Baby. Nee, wie heißt der Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger ist? Junior, danke. Genau. Ivan Reitman hat einen Film gemacht namens Ghostbusters. Ja, in diesem Film. Ich sehe immer noch nicht Harry Dean Stanton, aber red ja, mal weiter. Ja, ich bin ja kurz auf Ghostbusters. In Ghostbusters. Harry Dean Stanton hat Ghostbusters gesehen. Spielt die weibliche Hauptrolle? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver spielt in einem kleinen Science-Fiction-Film namens Alien. Avatar. Auch Avatar, ja. Alpaca Man. Und in Alien spielt mit
Harry Dean Stanton. Und ganz viele über ganz kurze Umwege von Freddie Mercury auf Harry Dean Stanton gekommen. Genau. Und Dean ist eine Norm. Und Dean ist eine Norm. Und das Alien als Buch gab. Und aber viele sind drauf gekommen über Umwege und ganz schnell. Und also, wie gesagt, es gibt nicht eine Lösung, sondern es gibt mehrere. Und einer, Oliver, du bist als Gast gibt's hier. Gibt es auch eine Lösung zwischen Thorsten Sträter und Harry Dean Stanton? Da kommen wir mal drauf. Ja, bestimmt. Ja, echt. Bestimmt. Das ist ein kleines Weltphänomen. Wenn Will Smith, ist ein Gesprächspartner von mir, mit Harry Dean Stanton. Also, da kein Problem. Unsere Mystery Box geht an Sayora. Oh, endlich mal. Wie, das war eine alles? Sayora. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Schade. Sayora, Glückwunsch. Hättest du einen Nachnamen angegeben, hätten wir dir das auch schicken können. Nein, hat sie ja bestimmt. Nee, ist gut. Du hast doch die E-Mail gehabt. Ja, habe ich. Boah, was bist du denn so negativ, ey? Ja, das macht der Pullover. Dann macht der Pullover. Ja. Sayora, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst unsere Mystery Box. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der rausfindet, was die Verbindung ist zwischen... Gespannt. Du kennst das Spiel, ne? Six Degrees of Kevin Bacon. Man muss Personen einander zuordnen und es gibt einen Strang. So. Weiter. So, die Verbindung zwischen, Achtung, Keith Moon und Diana Rigg. Jetzt musst du aber erstmal sagen, wer Keith Moon ist. Wer war denn Keith Moon? Ja, wer war denn Keith Moon? Der Schlagzeuger von The Who. Der Schlagzeuger von The Who. Das ist schon mal ein Tipp. Wir haben ja über Stranger Things gesprochen und Diane Rigg ist natürlich... Schirmscheiben und Melone. Emma Peel, genau. Kleiner. Sah toll aus. Immer. Und auch großartig in Game of Thrones. Game of Thrones. Ganz, Game of Thrones. So. Was ja auch bald zu Ende geht. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. So. Aber ich will von euch wissen. Passt mal auf. Was ist die Verbindung zwischen Keith Moon und Diana Rigg? Achtet bitte darauf, dass Keith Moon nicht nur Schlagzeuger von The Who war, sondern auch Fliesenleger. Bei der Fremdenlegion? Nein, also er hat nicht nur mit The Who Musik gemacht. So, das muss reichen. So, darauf will ich hinaus. Dann kommt ihr weiter. Und Diana Rigg war nicht nur Emma Peel. Sie hat auch noch in anderen Filmen mitgemacht. Wenn ihr daran denkt, kommt ihr vielleicht auf die Verbindung. Und es müssen zwei Milchmänner dabei sein. Nein. Und alle müssen Augen haben. So. Alle müssen Augen haben. Also, okay. Ich hoffe, und die Antwort natürlich nicht über Facebook und nicht über Twitter, sondern über post@streterbender-strebech.de. Der Einsendeschluss ist der, was haben wir? 16. Der 16. April. Genau. Wo wollen wir nie so sein? Wo wollen wir nie so sein? Wo wollen wir nie so sein? Immer. Wo man Sofa bleiben. Das war's von uns. Ich hatte sehr viel Spaß. Oliver Döring. Ja, es war du fantastisch. Hast du dich ein bisschen wohlgefühlt? Ich finde es total surrealistisch. Möchtest du wiederkommen? Ja, total gerne. Okay. Ja. Darfst aber nicht. nein. Pass auf, wir essen Freitag noch zusammen. Ja. Oh, die ganzen kennt dich privat. Ja. Hallo. Die Knack. Ja. Da geht noch was hier. Wir freuen uns. Machen wir lieber nochmal Mettmann. Mettmann, reiten. Was? Kommst du mit nach Witten? Ich wollte eine Runde reiten. Was sind denn das hier für Sitten? Am Mittwoch hatten wir Mettmann Motten in Betten. Reiten. In Witten. Alten. So, ja, schön, dass moderiert. Ja. Danke, das war's fürs Zugucken. Wie gesagt, wenn es euch Spaß gemacht hat, liked uns und abonniert uns. Und, abonnieren, ganz wichtig. Wir haben Großes vor, demnächst darüber später mehr. Ganz genau, wir haben Großes vor. Ich glaube, dieser Podcast ist 7,5 Stunden lang, kann das sein? Ja, ungefähr so lang wie die Michael Jackson. Das 2 Stunden? Immer eine echt? Das ist unser längster Podcast. Ja, und dann das bist tut du mir leid. Da nicht für. Gary Schrebech. Gary Schrebech hat das Schlusswort. Ich würde sagen... Alles Gute, auch beruflich. Super. So, ich muss noch nach Witten. Und ich muss auf Toilette. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Strehberg. Yeah.
Wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch... Das, ja, das, was das Video. Ja, das ist ja, achso, sag das weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Die Abspanner. Kann man. Da unten. Da. Ja, da genau. Da. Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem da, Gesicht. Ja, ja, hast genau. Da hin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Schön. Also falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen. Dann ist man immer kann man voll dabei. Hm? Ja. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.